Ja, ich gebe zu, ich bin aufgeregt und auch voller Freude. Und ganz viel ist schon gesagt worden, aber ich würde gerne einmal einen Test machen. Wer war schon mal bei einer Streitbar? Und wer, also die anderen waren es noch nicht. Und das ist auch ein typisches Phänomen von den alten Streitbars, denn in jedem Raum, als wir uns noch in Präsenz getroffen haben, waren immer neue Menschen da. Und das hat sozusagen so eine Dynamik hier reingebracht. Also schön und willkommen zur ersten Streitbar. Eva hat ja schon ein bisschen berichtet, wie sie funktioniert. Streiten ohne Teller werfen, Meinungsaustausch, verschiedene Perspektiven in die Grauzonen gehen, nicht nur Pro und Contra, denn das ist mega langweilig und das haben wir auch draußen. Agree to disagree könnte ein Leitmotiv sein, denn wir feiern eine respektvolle Debatte, bei der wir auch mal vielleicht Dinge stehen lassen. Und heute, die Überschrift ist sehr breit: Kultur, kontextualisieren, streiten, boykottieren oder aushalten. In dieser Gemengelage habe ich jetzt versucht, etwas zu bauen, an dem ihr euch im besten Fall reibt. Genau, wer seid ihr? Wer die Streitbar kennt, der weiß, ich gucke immer im Netz nach Dingen, die ich über die Personen finde, die zu dem Thema passen, damit ich quasi schon mal so einen Rahmen setze, damit man auch weiß, mit wem man es hier zu tun hat. Ich beginne mit Sharon. Sharon Dodua-Attu, britisch-deutsche Schriftstellerin, Publizistin und Aktivistin, schreibt Wikipedia. 2016 wurde sie mit ihrem Text „Herr Göttrup setzt sich hin“ berühmt. Gröttrup, als sie den renommierten Ingeborg-Bachmann-Preis gewonnen hat. In diesem Moment gab es diesen Switch, eine neue performative Auseinandersetzung mit ihr als Autorin. Und dann liest man Dinge im Netz, wie in einem Interview mit Zeitgeister, dem Magazin des Goethe-Instituts, über ihren Debütroman Adas Raum, den man auch da vorne kaufen kann. Was wir für die Weltgeschichte halten, ist immer noch von weißen Männern dominiert. Diese Dominanz baut nicht nur auf der Auswahl stilisierter, angeblich epochenmachender Figuren auf, sondern auch auf den Perspektiven und Identitäten jener, die sie erzählen. Wenn es um die Frage kultureller Aneignung, vielmehr so dürfen oder nicht dürfen Fragen geht, erklärt sie oder erklärte sie im NDR, dass es gut sei, den Lichtkegel der Debatte von der Kunst selbst wegzulenken, Zitat, hin zu Kulturbetrieb und Kulturindustrie. Dort werden Jobs, Geld und Positionen verteilt und es werden Credits vergeben, nicht nur in Dankesreden. Dabei Gleichberechtigung herzustellen, ist keine Zumutung. Otto liest man, kämpft für mehr Vielfalt in der Literatur. Das liest man auf Zeit Online. Ein Zitat wie: „Man könnte meinen, Diversity war ein kurzlebiger Trend“, sagte sie in einem Interview in der FR, das ich mit ihr geführt habe, als es um das Schwarze Literaturfestival in Recklinghausen ging, das sich Resonanzen nennt und dessen Premiere wir nächste Woche Samstag ebenfalls in dieser Bildungsstätte feiern. 2021, wir kommen zum Boykott, unterstützte sie den Boykott mit folgenden Worten: „Wenn wir die Meinungsfreiheit von Rechten schützen wollen, dann gefährden wir die Möglichkeit, dass Menschen, die von Rechtsextremen bedroht werden, ihre Meinungsfreiheit äußern können. Das bedeutet in diesem Fall, dass schwarze Frauen wegbleiben. Wenn wir uns in einer solchen Situation neutral verhalten, dann stärkt das die Faschisten.“ Es gibt ein Zitat von Erich Kästner: „Man darf nicht warten, bis aus dem Schneeball eine Lawine geworden ist." Schön, dass du da bist. Und hier Hasnain Kasim, Journalist und Autor. 2019 machte der frühere Spiegeljournalist nach vielen geduldigen Korrespondenzen mit rechten Hassern eine klare und viel diskutierte Twitter-Ansage. Zitat: „Es geht nicht darum, AfD-Wählerinnen und AfD-Wähler zu erreichen, sondern darum, sie auszugrenzen, zu ächten, ihnen das Leben schwer zu machen, sie dafür, dass sie Neonazis und Rassisten den Weg zur Macht ebnen wollen, zur Verantwortung zu ziehen." Kritisch ist Kasims Blick auf den Buchmesseboykott. Wir sind hier beim Wir sind hier Festival im Literaturhaus in Frankfurt, berichtete er, wie er von mehreren Seiten aufgefordert worden sei, aus Solidarität ebenfalls nicht zur Messe zu kommen. Er sei jedoch anderer Meinung gewesen und deshalb hingegangen, Zitat, „was mir den Vorwurf einbrachte, ich sei nicht solidarisch genug." Kasim findet und schreibt in einleitenden Worten eines Zeitartikels mit der Überschrift „Auswendig gelernt, aber nicht verstanden“, Zitat: „Weiße mit Dreads, Winnetou-Autor Karl May, sie alle sehen sich dem Vorwurf kultureller Aneignung ausgesetzt. Ein Fehler, denn in ihr steckt oft Gutes."
Zur Frage, ob kulturelle Aneignung diskriminierend ist, war er auch zu Gast beim ZDF-Format 13 Fragen. Und auf Twitter erklärte er dazu, dass er der Auffassung sei, dass Kulturen davon leben, Dinge zu übernehmen, zu kopieren, abzuwandeln und zu interpretieren. Kasim gilt manchen als Kritiker einer sogenannten woken Haltung und wurde schon in die Reihe mit denen gestellt, die Wokeness als Bedrohung sehen. In einem Gastkommentar im BR grenzt er sich ab. Er will Mitte sein. Zitat: Es ist richtig und wichtig, dass wir über unsere Sprache und über unser Handeln nachdenken, aber tatsächlich schießen manche übers Ziel hinaus. Sie kippen das Kind mit dem Bade aus. Es gibt Dutzende solcher Debatten, die das deutlich machen. Und über die wollen wir jetzt sprechen. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Eine Tradition bei der Streitbar ist, in der nächsten Runde immer einen sogenannten Fragenhagel zu machen. Das bedeutet, kurze Frage mit der Bitte um kurze Antwort, und wir machen das im Ping-Pong. Und die beiden kennen die Fragen nicht. Mit wem fange ich an? Ha, Sharon. Okay, jemand hat gerufen. Dreadlocks, Federschmuck, Hip-Hop wird unter kultureller Aneignung verhandelt. Pauschalerklärung möglich oder wie die Sachlage sortieren? Was denkst du? Tatsächlich habe ich die Frage nicht verstanden. Okay. So, pauschal erklären? Ja, Dreadlocks, Federschmuck, Hip-Hop. Alles kulturelle Aneignung. Ist das eine Pauschalerklärung? Ist es möglich? Läuft es darunter oder es eher geht um sortieren? Meine kurze Antwort. Mhm. Ich sage ja, das ist kulturelle Aneignung. Und das ist kritisch zu beachten oder betrachten. Und ja, ich kann gerne ein andermal weiter ausführen. Du darfst noch einen Satz sagen. Ich darf noch einen Satz sagen. Ich glaube, schön wäre es, wenn wir in einer Gesellschaft lebten, wo es so viel Gleichberechtigung herrschte, dass wir wirklich einfach voneinander ganz freundlich Sachen ausleihen können und dann wieder zurückgeben und so weiter. Aber es ist nicht so. Also viele Leute, die marginalisiert werden, sehen ihre selbst entwertet. Sie sehen, dass das, was sie für wichtiger hatten, ihre Kulturen, ihre Sprache, ihre Geschichte wird verächtet oder ignoriert oder verdrängt, und dann aus einer eigenständigen Position zu sagen, okay, ich trage meine Haare so, beispielsweise schwarze Menschen, die Afros tragen oder so, das ist kritisch zu sehen, wenn andere Leute daraus einen Spaß machen, ein Kostüm machen für Halloween oder so. Und ich glaube, das hat damit zu tun, also in dem Kontext von Menschen werden entwertet und kommen gar nicht in den Genuss, wirklich zu ihren Roots zurückzuschauen mit Stolz, dass wir das betrachten in der großen Ganze und nicht nur, ob eine weiße Person ein Konzert jetzt verliert oder so. Also weg von der Individualisierung. Für dich ist das kulturelle Aneignung, kann man das so pauschal sagen, oder eher die Sachlage ein bisschen sortieren und unterscheiden? Die drei Beispiele. Das ist wirklich eine schwierige Frage. Ich glaube nicht, dass man die kurz beantworten kann. Aber ich persönlich, wir wollen ja streiten und sollen uns reiben. Wir vertiefen das auch. Ich teile die Diagnose, aber ich bin in der Therapie anders. Also ich bin nicht der Meinung, ich sehe das nicht so problematisch, sondern ich glaube schon, dass wir in einer freien Gesellschaft sehr viel aushalten können müssen. Und wenn jemand sagt, das ist meine Kultur und das wird jemand anders, nutzt es als Kostüm, glaube ich, muss man das aber aushalten können. Genauso wie ich zum Beispiel, also es gibt ja, du hast jetzt drei Beispiele genannt, aber es gibt jetzt also ein klassisches Beispiel, worüber wir reden und ich auch in der Familie rede, ist Yoga. Ich habe indische, pakistanische Wurzeln, meine Schwester macht sehr viel Yoga, sie ist Yoga-Lehrerin. Das Lustige ist, wir haben muslimische Wurzeln. In Pakistan, da ist Yoga komplett nicht üblich. Ja? Also im Grunde genommen hat sie sich das total angeeignet. Aber in Norddeutschland, wo sie praktiziert, denken alle, die ist Inderin, die darf das. Das ist in Ordnung, super. Dabei ist das für sie genauso angeeignet wie für jeden anderen auch. Und dann kommt man zu dem Punkt, wie viel muss man eigentlich wissen und respektieren? Ganz ehrlich, ich finde, man kann in ein Yoga-Studio gehen und Yoga machen und null Ahnung haben von der Geschichte Yogas. Das ist nicht problematisch. Und wenn jemand das problematisch findet, verstehe ich das und respektiere das, aber sage dann am Ende, wenn wir zu einem Ergebnis kommen müssen, es muss diese Person aushalten können. Darf ich aber also die Frage war, ob es kulturelle Aneignung ist. Also ich habe die Frage nicht so verstanden, ist es problematisch? Also ich finde es problematisch, aber die Frage war, wie heißt es? Kann man das so bezeichnen? Wie würdest du das denn bezeichnen?
Ich glaube, dieser Begriff kulturelle Aneignung hat jetzt halt wie so viele Begriffe, Cancel Culture und so weiter, so eine Färbung bekommen. Aber ja, natürlich ist es Aneignung. Also man übernimmt etwas, das ist es, ja. Okay, wir gehen darauf ein, was sozusagen, was ist das Faktische und was ist der Stempel? Ich habe das mitgenommen. Was verstehst du unter dem Begriff woke? Ich verstehe unter dem Begriff woke oder verstand unter dem Begriff woke, ich muss es teilen, unterteilen zwischen Verstand und Verstehe. Ich verstand unter dem Begriff woke, die klassische Übersetzung, aufgeweckt, alert sozusagen im Kopf, dass man sich klar macht, wo findet Diskriminierung statt und lasst uns dagegen was sagen. Es ist aber mittlerweile ja auch zu so einem Kampfbegriff verkommen, womit Leute bezeichnet werden, die hinter allem und jedem irgendwie ein Problem sehen. Und im Grunde genommen wie mit einer Checkliste protestantisch durch die Gegend gehen. Das hat er gesagt, das Wort sollte man nicht sagen, das sollte man als Verkleidung nicht machen. Und das ist jetzt im Grunde genommen, deswegen, es tut mir nicht leid, dass es so in diese Ecke gerückt ist. Es tut dir leid, oder? Es tut mir leid, also dieses Wort, weil es im Grunde genommen ja etwas Gutes, wenn man sich schaut in den 60er Jahren, 50er Jahren, was Wokeness damals bedeutete, dass insbesondere in den USA schwarze Menschen gesagt haben, wir müssen woke sein, das ist ja absolut richtig. Es ist jetzt aber in diese Ecke gerutscht, deswegen würde mir überlegen, ob man sich nicht andere Worte oder ein anderes Wort dafür irgendwie findet. Was verstehst du unter woke? Also ich verstehe genau das Gleiche, also was Positives. Ich sehe auch, dass es ein Sinneswandel, ich würde sagen in Deutschland, wir reden gerade im deutschen Kontext, ich möchte nicht zu weit ausführen. Ich finde nicht, dass wir wir schwarzen Menschen den Begriff aufgeben sollen oder woke Menschen, denn ich erlebe das so, dass viele Begriffe, die aus einer schwarzen emanzipatorischen Bewegung, schwarze feministische Bewegung, immer wieder übernommen. Da sind wir wieder bei angeeignet. Also Identity Politics war eigentlich auch so ein Begriff, das in der Zeit entstanden ist. Und das hatte eine ganz klare Bedeutung gehabt in der schwarzen feministischen Bewegung. Und das wurde dann auch irgendwie, genommen von diesen entwertet. Und ich glaube, es gilt da nochmal genau zu schauen, wie diese Prozesse funktionieren. Wem nutzt das, dass diese Worte, diese Begriffe, die so emanzipatorisch erst gedacht wurden und empowernd, jetzt so gedreht werden? Und wir sind fast sprachlos, denn die rechten Menschen haben es geschafft, diese Worte uns zu nehmen. Ich würde sagen, nee, lass uns genau dranbleiben und die behalten, wieder besetzen für uns. Eure Parameter, wann versteht ihr Sprache als diskriminierend? Ist da eine Linie? Es ist eine total schwierige Frage, weil ich empfinde, dass Sprache ein Mittel zum Zweck ist. Also Sprache ist etwas, was wir halt nutzen, um miteinander zu kommunizieren. Und dadurch, dass wir in einer Gesellschaft leben, die halt Machtgefälle hat, wo es diskriminierende Strukturen gibt, also es ist so aufgebaut und es gilt, diese diskriminierenden Ebenen immer wieder uns bewusst zu werden und zu versuchen, dagegen zu agieren. Und Sprache ist ein Tool, also ein Mittel, und es kann diese Diskriminierung zum Ausdruck bringen. Also dann bin ich... Also ich habe das Gefühl, das ist etwas, was immer wieder verschiebt. Je mehr wir erleben, dass Menschen eigene Bewegungen gründen und stärker werden, sich empowern, zueinander finden und suchen, wie können sie mit dieser Machtgefälle umgehen, desto mehr schauen sie auch auf die Sprache. Also sie erfinden neue Begriffe vielleicht oder die schauen kritisch auf Sachen, die wir immer dachten, ach, das ist gar kein Problem. Plötzlich wird das in einem Licht gerückt. Also ich glaube, Sprache ist einfach ein Mittel zum Zweck. Und wenn wir merken, ach so, wir haben eigentlich etwas anderes vor, wir wollen etwas anderes zum Ausdruck bringen, aber da, wo die Botschaft ankommen soll, kommt es schräg an, also es kommt diskriminierend an, dann haben wir die Möglichkeit einfach zu gucken, okay, wie können wir das anders ausdrücken? Für dich, ab wann
Für mich ist ein Wort oder eine Sprache ab dem Moment diskriminierend, wo sie sich gezielt gegen jemanden richtet und diskriminieren soll. Mhm. Und verletzen soll, herabwürdigen soll, klein machen soll, machtlos halten soll. In dem Moment ist das für mich diskriminierend. Ein Wort per se ist für mich nie diskriminierend. Wenn wir bei der Absicht sind, dann habe ich die Sorge, dass die Person sich nicht bewegen muss. Also egal, wie viele Verletzungen dann dadurch ausgelöst sind, kann die Person immer bei dieser, ja, aber ich habe es nicht so gemeint. Klar, deswegen muss man drüber reden in der Gesellschaft. Also ich kann das nur aus meinem eigenen Beispiel sagen. Ich bin Kind der 80er Jahre, groß geworden in Norddeutschland, in Holland-Vielenfleet, in einem Dorf. Und in diesem Dorf haben wir damals nicht Schokokuss oder Schaumkuss gesagt. Wir haben was anderes gesagt. Und als Kind, ich habe übrigens als Kind auch damals CAFFE, trinkt nicht zu viel Kaffee, schwächt die Nerven, sei doch kein Muselmann, der das nicht lassen kann, aus voller Kehle mitgesungen, überhaupt nicht ahnend, was man da singt. Das ist schon ein blödes Lied irgendwie, ja, und so. Damals gab es dieses Bewusstsein nicht. Heute wissen wir es besser, schon seit Jahren wissen wir es besser, dann redet man drüber, diskutiert drüber und sagt dann, okay, dann sagen wir es halt einfach nicht mehr, ja, und, oder wie wir ein Schnitzel nennen. Ich meine, es war ein Wort, das hat man den Menschen in den Arm geritzt, bevor man sie ermordet hat. Deswegen finde ich es völlig richtig, dass man darüber redet und sagt, wir nutzen es dann nicht mehr. Und mich ärgert es auch, wenn dann Leute sagen, aber ich habe es doch nicht böse gemeint und ich habe es schon immer so gesagt, deswegen werde ich es ja auch wohl noch weiterhin sagen dürfen. Finde ich nervig, das ist so eine gedankliche Unbeweglichkeit. Und auf der anderen Seite würde ich aber jemandem, dem das Wort rausrutscht, nicht verurteilen oder als Rassist bezeichnen. Und dann ist man wieder bei dem Aussprechen. Ich hatte das Beispiel, ich war an einer Schule vor gar nicht so langer Zeit, wo ich über Rassismus geredet habe. 500 Schülerinnen und Schüler waren da und ich redete über das N-Wort. Jetzt ist wieder die Frage, darf man überhaupt N-Wort noch sagen? Ich finde diese Debatte ehrlich gesagt absurd. Dann meldet sich ein Junge und sagt, Entschuldigung, 13 Jahre, was meinen Sie eigentlich mit N-Wort? Da stand ich jetzt, ja? Was mache ich jetzt? Sag ich's? Kann's ich's? Wie bringe ich's rüber? Und dann habe ich es natürlich ausgesprochen. Und habe es erklärt. Ich war ja eh schon dabei. Und ich finde, und das, so wie ich das jetzt erzähle, habe ich es auch in einem Artikel geschrieben und ich bin da massivst beschimpft worden als einer, der Rassismus reproduziert, der im Grunde genommen auch Rassist ist. Und das finde ich absurd. Das ist dann, da fühle ich mich dann auch in so eine Ecke gestellt, wo ich sage, da gehöre ich überhaupt nicht hin. Aber ja, so ist die Debatte leider im Moment. Willst du darauf noch was sagen? Oder machen wir? Ganz viel. Die Sache mit dem N-Wort, ich glaube, das ist keine große, also ich empfinde das als schwarze Person keine große Hexerei, ehrlich gesagt. Es ist so, ich höre das Wort so oft und so oft in solchen Kontexten, wo es genau das, ich darf das nicht sagen und dann sagen sie das. Innerhalb von Kontexten, wo die Menschen genau das sagen, also JournalistInnen sagen das zu mir, im Verlagshäusern sagen das zu mir, Agenturen, also das sind Menschen, die sprechen es aus, weil, absurderweise, sie wollen genau damit beweisen, dass sie nicht rassistisch sind. Sie sind über diese Dinge, klar. Die stehen über diesen. Klar, verstehe ich. Und deswegen tue ich es auch. Ich spreche es nicht aus. Ich habe nicht ausgesprochen, ich tue es. Ich bin auch nicht jemand, der sagt, ich spreche es jetzt aus, um zu provozieren. Ja, es ja, geht ja. Mir überhaupt nicht zum Provozieren. Das, glaube ich, haben sie auch nicht. Also ich glaube, dass dieses, wir dürfen das N-Wort nicht sagen, das ist bei mir noch nicht angekommen. Also ich weiß, dass es Kinder gibt in ganz Deutschland, die immer noch zur Schule gehen und die LehrerInnen sprechen das aus. Es ist nicht so, dass man das nicht aussprechen darf. Man macht das, es gibt kein Gesetz. Es ist vielmehr so, dass wenn ich in eine Polizeikontrolle geraten würde und ein Polizist das N-Wort zu mir sagen würde und ich würde daraufhin sagen, das ist rassistisch, ich würde die Anzeige bekommen für Beleidigung. So, also der Gesetz ist ganz klar auf der anderen Seite. Deswegen finde ich das kein Argument. Also ich verstehe, dass Leute das unbequem finden, Kritik zu ernten, wenn das passiert. Ja, das müssen sie aushalten, dass sie kritisiert werden. Ja. Ich verkompliziere es. Darf Satire alles oder gibt es Grenzen? Grundsätzlich darf Satire alles. Und da muss man fragen, soll Satire alles? Soll es alles? Ja? Ich persönlich finde, um ein klassisches Fall von Satire zu nehmen und den üblen Folgen, die es gab, für die, die Satire gemacht haben, Charlie Hebdo, das französische Magazin. Ich finde, dieses Magazin oder fand es vor dem Attentat ein echt übles Ding. Was die da machen, das ist islamophob, das ist frauenverachtend, das ist wirklich übel. Ich finde es immer noch oft übel, was die da machen.
Aber dürfen sie es? Na klar dürfen sie es. Und dann kann man dagegen protestieren, man kann das Abo kündigen, man kann vor der Redaktion demonstrieren, man kann zum Boykott aufrufen, man kann alles mögliche, man kann Texte dagegen schreiben und sagen, das ist eine furchtbare Zeitschrift. Aber was nicht geht, ist reinzugehen und Menschen umzubringen. Weil ab dem Moment sage ich, obwohl ich es übel finde, was die machen, je suis Charlie. Und deswegen sage ich, natürlich dürfen die erstmal alles. Mhm. Für die? Ich find's spannend, weil ich bin fast mit allem mitgegangen, bis zum je suis Charlie, weil das würde bedeuten, dass das, was sie vorher machen, keinen Schaden anrichtet. Aber ich denke, dass das, was sie machen mit diesen Satire, ich habe eine andere Auffassung von Satire. Ich denke, das soll nach oben treten und nicht nach unten. Aber, okay, das habe ich auch nicht. Ja, das ist meine Auffassung von, was Satire soll, darf, aber ja, wie gesagt, dieses Wort dürfen, das ist für mich so, es gibt kein Gesetz dagegen. Ja. Es gibt Gesetze schon, also man kann Menschen nicht verleumden oder so. Und ich glaube, wenn ich hier in einem Beyoncé-Lied singen würde, dann werde ich auch verklagt. Also es gibt so Grenzen, aber ich glaube, ja, dürfen die das schon. Aber ich möchte nicht runterspielen, was für eine Rolle es spielt, wenn eine Publikation solch heftige menschenfeindliche Sache in die Welt rausposaunt. Also da kommen Menschen auch um. Also die werden vielleicht diese Linie nicht ziehen, aber ich würde das ziehen. Ja, ich glaube, da haben wir dann tatsächlich eine Differenz. Wenn ich einen Satz noch sagen darf dazu. Mhm. Ja. Das höre ich sehr oft, das klingt so passend in die Zeit, dass man sagt, man tritt nicht nach unten, sondern nur nach oben. Da bin ich ein entschiedener Gegner, sondern ich bin der Meinung, man darf in alle Richtungen treten. Auch da wieder die Frage, soll man es tun? Ist es gut? Ist es geschmackvoll? Bringt es uns weiter? Ist es sinnvoll? Aber wenn wir nämlich das tatsächlich ernst nehmen, dass man nicht nach unten treten darf, dann darf zum Beispiel im Grunde genommen niemand mehr einen Witz über mich machen, weil ich bin ja Minderheit, ich bin braun und Ausländer oder Ausländerkind und so weiter. Das finde ich albern. Ich möchte diesen Schutz, ich möchte nicht sozusagen unten sein. Damit bin ich ja festgelegt auf unten. Deswegen denke ich, man sollte schon darüber nachdenken, es ist nicht immer gut, das zu tun. Ja, ich rede es ja auch nicht von dürfen. Ich bin eher der Meinung, dass es um soll geht. Interessant, dürfen und soll. Spielt es eine Rolle, wer etwas sagt? Das passt jetzt so ein bisschen dazu, wer etwas sagt und wie es gesagt wird. Es spielt auf jeden Fall eine Rolle. Ich glaube, das ist selbstverständlich. Also wenn ich, ein Beispiel, was ich immer nutze, wenn ich, keine Ahnung, auf eine Hochzeit eingeladen werde und die Familien kommen, Familie von der einen Seite, Familie von der anderen Seite und es geht darum, dass wir alle ein schönes Event zusammen machen, dann werden bestimmte Sachen da nicht ausgesprochen, weil es nicht darum geht. Aber wenn die andere Familie weg ist, dann können wir endlich darüber reden, wer hat denn das Geld geklaut oder wie auch immer. Ne? Also das ist, es gibt Themen, die können in größeren Räumen besprochen werden. Es gibt Sachen, die nur unter uns besprochen werden. Und das gilt natürlich auch für marginalisierte Menschen. Ich glaube, innerhalb von marginalisierten Communities, ich rede jetzt von der schwarzen Community, aber ich weiß, es ist für andere auch so, gewisse Witze können gemacht werden. Ich würde bestimmte Witze nicht hier sagen, die ich aber zu Hause sagen würde. So. Und das ist, glaube ich, ganz menschlich. Mhm. Ich glaube, da sind wir uns wirklich sehr einig. Das sehe ich genauso. Wir machen also auch ich spreche gar nicht so von Community, weil ich dieses Community-Feeling so nicht habe, aber unter uns, Pakistanern, Indern, Desi-Leute, da machen wir schon auch Witze, die wir sonst außerhalb nicht machen würden. Und wenn ich zum Beispiel sage, ich liebe meine Heimat Holland-Thielenfleet, na, Holland-Thielenfleet muss ich streichen, ich liebe meine Heimat, Deutschland, so, klingt das natürlich ganz anders, als wenn Björn Höcke das sagen würde. Ja? Das heißt, natürlich ist die Frage, wer sagt es, wie meint man das? Und da ist man dann schon eigentlich auch tatsächlich bei der Frage, dürfen, wer darf eigentlich was sagen? Ja, wer darf Witze machen? Ja, wer soll Witze machen? Es gibt bestimmte Witze, die ich nicht machen würde, die aber andere machen können. Ja, ein guter Freund von mir ist Igor Levit, Jude, der mit dem Jüdischsein als sich, also der ist kein gläubiger Mensch, der macht Witze über, also Judenwitze, wobei nicht über, also Witze, die sich lustig machen über jüdische Gepflogenheiten so. Und das sind Witze, da schlucke ich manchmal, denke, okay, würde ich mich jetzt so nicht trauen, das zu machen, aber er macht es und er ist ja Jude und das ist dann auch okay. Und unter uns machen wir das dann. Interessante Framings, die ihr jetzt aufmacht. Ich werde sie nicht kommentieren. Wir gehen, nehmt das alles mit. Ihr merkt es, das wird immer mehr. Token.
Wie versteht ihr diesen Begriff? Das finde ich ein ganz, ganz, ganz übles Wort. Mich nervt das furchtbar. Das ist im Grunde genommen, wo wir bei Woke wären, oder es ist die woke Form von Quotenausländer, Haustürke. Das kriege ich immer mit, du bist ein Token, ja, sozusagen der Ausländer, der den Deutschen in den Allerwertesten kriecht, ich sage das jetzt freundlicher, in den Hintern kriecht, um sozusagen denen zu gefallen. Und das nervt mich, ja, weil nur weil ich bestimmte Positionen habe, ich tue das nicht, um irgendwem zu gefallen. Also wer mich kennt, weiß, ich lege nicht sehr viel Wert darauf, nicht anzuecken. Aber das ist ein Wort, das ist ein Wort, das Debatte tötet. Mhm. Für dich? Das habe ich nicht verstanden. Wieso tötet es Debatten? Weil das heißt, du bist ein Token, du redest ja nur, um den Weißen zu gefallen, um den Deutschen zu gefallen. Und was will man darauf noch entgegnen? Nein, es ist mir wurscht, ob ich gefalle. Ich sage es, weil ich eine Überzeugung habe. Aber das wäre auch eine Sache, was man aushalten müsste dann. Oder? Nee, ich halte es aus, aber die Frage war ja, was halte ich davon? Die Frage ist, wie versteht ihr diesen Begriff? Ja. Genau. So. Also die Definition wäre, Token ist ein Verhalten, um der Dominanzgesellschaft in dem Fall, nehmen wir das jetzt mal, zu gefallen. Ist das auch deine Definition? Ich würde sagen, ja. Und es ist ein Begriff. Also vielleicht habe ich keine persönliche Erfahrung mit diesem Begriff gemacht, aber ich... Was war die Frage nochmal? Token. Wer ist ein Token? Wie wird man Token? Wie versteht ihr diesen Begriff? Wann verwendet ihr ihn? Verwendet ihr ihn überhaupt? Also ja, ich verwende den selber nicht. Es ist nicht etwas, was mir wichtig ist. Mhm. Also diese Art, einen Mensch zu bezeichnen oder diese Haltung, also dass eine Person ein Token sein kann oder so, ist mir bewusst, aber es ist fern von mir. Also es ist erstmal für mich so eine Art neutraler Begriff, um zu beschreiben, es gibt Strategien, wie wir mit Rassismen oder Diskriminierung umgehen in der Struktur. Manche Menschen gehen offensiv dagegen, manche arbeiten mit. Also ich finde Token auch eine Art Strategie, nicht eins, die ich wählen würde, aber ja, there it is. Yeah. Gibt es eine Cancel Culture? Ich würde sagen, ich würde das umbenennen in Konsequenz-Culture. Ja, und dann ja, Konsequenz. Was ist der Unterschied? Also Canceln ist für mich in diese, wie es verwendet wird, Cancel Culture, diese Kampfbegriff, sehe ich das als ein sehr zu kurz gegriffene Label für eine Sache, die passiert, weil viele Menschen zunehmend sich wehren. Also viele Menschen sagen, ich habe keine Lust mehr auf diese fragwürdige Debatte oder Wortwahl und äußern sich dazu. Und das, glaube ich, in einer Demokratie ist gut, richtig und wichtig. So. Und ich glaube, viele Menschen, die gewohnt sind, dass sie entweder gar keine Widerrede bekommen oder nur so ein bisschen in einen Lesebrief, das vielleicht abgedruckt wird auf Seite 90, jetzt plötzlich auf Twitter und auf der Facebook-Seite sehen, oh, es gibt Widerrede. Und das nennen sie dann Canceln. Weil ich wundere mich, was wird genau gecancelt? Weil die Menschen, die angeblich gecancelt wurden, wisst ihr, J.K. Rowling und Lisa Eckert, die sind noch eingeladen oder nicht? Also deswegen weiß ich nicht, was das genau bedeutet. Und ich glaube, vielmehr ist es so, dass sie nicht, also die wollen diese Konsequenzen nicht direkt mitbekommen. Es gibt tatsächlich eine Art Cancel Culture, ich würde das niemals so nennen, aber das sind die Menschen, die gar nicht erst eingeladen werden, die gar nicht erst die Jobs bekommen, die gar nicht erst reinkommen in die Strukturen. Keine Ahnung, weil sie nicht in den richtigen Netzwerken sind oder aufgrund von verschiedenen Sachen, ne, auf dem Weg in der Schule Diskriminierung erleben und dann bei der Jobauswahl, bei der Wohnungssuche und so weiter. Diese Menschen werden gecancelt, really, regelrecht. Wir sehen das, weil das Ergebnis ist, dass wir halt so überwiegend weiße Menschen im Literaturbetrieb haben oder in Kunstbetrieben allgemein. Das ist Cancel Culture, wenn es überhaupt sowas gibt. Gibt es eine Cancel Culture? Vor ein paar Jahren hätte ich gesagt, nein. Heute würde ich sagen, jein. Ich verstehe, was die Kritik bedeutet, die in diesem Wort steckt. Ich sage das jetzt bewusst vor dem Hintergrund, dass ich gerade heute aus Sachsen komme, aus Freiberg, wo ich gestern eine Lesung hatte. Und ich hatte
in dieser Lesung plötzlich 50 Leute von den Montagsspaziergängern oder weiß nicht, wie viele, da waren ein paar da. Und die haben gar nicht geredet, aber ich habe dann versucht, mit denen online später zu reden. Und es gab so ein paar Diskussionen und Gespräche. Also ich verstehe den Punkt, den die sagen, dass sie sagen, man darf manche Sachen nicht mehr sagen. Und da bin ich total bei Sharon, die sagt, naja, es ist halt Kritik, die sie bekommen. Ja? Auf der anderen Seite finde ich, die Debattenkultur im Netz und in der Folge auch im realen Leben ist teilweise so am Boden, dass Debatte nicht mehr möglich ist. Und das empfinden Menschen als Cancel Culture. Und das kann ich nachempfinden. Und zwar, ohne mich auf eine Position zu stellen, das kommt von der einen Seite, wo dann Leute, nur weil sie irgendwas fordern, sagen, sie sind linksgrün versifft, ja, und sind irgendwie gut Menschen. Und auf der anderen Seite, Boomer, alter weißer Mann. Das sind alles Worte, wo man sagen kann, ja, muss man aushalten können, sage ich auch. Aber auf der anderen Seite macht das natürlich Debatte kaputt. Und wir, die wir in Berlin und in Wien und in Hamburg und in Frankfurt leben und ständig damit zu tun haben, können damit umgehen. Aber ich kenne so viele Menschen, die in Deutschland, die hier auf dem platten Land wohnen und eigentlich auch nicht auf Twitter sind, nicht im Facebook. Und wenn die dann sowas zu hören bekommen, und ich höre das ja von Leuten, die sich engagieren, gerade kürzlich ein Gespräch mit einem 75-jährigen weißen Mann, der sich in der Flüchtlingsbewegung unterstützt und mitarbeitet und dann aber Sachen sagt, er hat eine Sprache, die ist halt eben schon etwas älter. Ja? So wie man halt als 75-Jähriger vielleicht spricht und vielleicht auch nicht immer so durchdacht. Und dann kriegt er so einen Kopf geknallt, er wäre ein alter weißer Mann und hätte die Klappe zu halten. Dann verstehe ich, dass der das als Cancel Culture empfindet. Und da ist, ich glaube, in Wahrheit ist damit gemeint, dass wir eine sehr schlechte Debattenkultur haben. Entschuldigung, ich wollte kurz fragen oder anmerken, es gab jetzt ein paar Stellen, wo enger auf Social Media und im Netz, also die Debattenkultur im Netz, und ich erlebe das so, ich glaube so, es war so vor 2012, würde ich sagen, die Debattenkultur war nicht weniger schlecht in meiner Erinnerung, also die, das fand dann alles in den Feuilleton statt oder in Zeitungen oder im Fernsehen oder im Radio, und es war sehr einseitig, würde ich sagen, also ich habe sehr schwer Beiträge finden können, die einigermaßen das wiedergaben, was ich fand. Ich gebe ein Beispiel: in diese sogenannte Kinderbuchdebatte von 2013 gab es auf dem Frontpage von der Zeit damals so ein riesen hässliches Titel, Kinder, das sind keine N, und ganz hässliche Bilder. Ich weiß nicht, warum wir die Zeitung immer so hochheben und sagen, dass alles, was die Debatte stört, im Netz stattfindet, weil das erlebe ich einfach nicht so. Ich habe es vor allen Dingen im Netz erlebt, aber ich glaube, das schwappt halt über. Ja? Ich meine, die Leute, ich glaube, dadurch, dass man permanent im Netz bestimmte Wörter benutzt, bestimmte Beschimpfungen und bestimmte Rituale, dass man sofort sagt, linksgrün versiffter Mensch oder bei mir in meinem Fall als Schreiber, als Journalist eben irgendwie von damals langer Zeit von Merkel gesteuert, von Scholz gesteuert, habe ich noch nicht gehört, komischerweise. Irgendwie haben die sich auf Merkel alle eingeschossen. Und das ist, weil das so geläufig ist, schwappt das halt über in die reale Welt. Ich höre das mittlerweile auch in Gesprächen. Sie sind doch ein Systemschreiberling und solche Sachen. Also ich glaube schon, dass es diese Debatte oder diese schlechte Debattenkultur mittlerweile, dass das abgefärbt hat. Und ich empfinde es persönlich schon so in meiner Erfahrung, dass es schlechter geworden ist, die Debattenkultur. Aber das stimmt, es gab ja früher viel weniger Debatte. Dadurch, dass es das Netz nicht gab, und es fand in der Tat alles im Feuilleton statt, und das war dann aber oft auch eine Debatte, an der wir alle nicht teilhaben konnten, weil wir es entweder nicht gelesen haben und uns äußern schon gar nicht konnten selbst. Ja. Und dann kommt die letzte Frage und vielleicht wirklich jetzt nochmal so pointiert, was ist, und es passt auch zu dem, was sie gerade gesagt hat, woran hapert es in der Streitkultur? Das hast du jetzt eben auch schon angesprochen. Was ist die wichtigste Beobachtung, wo du sagst, das ist für mich der Kasus Knaxus? Für mich ist der größte Knackpunkt, wir hören einander nicht zu und wir respektieren einander auch nicht. Und deswegen bin ich zum Beispiel, ich bin immer der Auffassung, und da kommt man natürlich wieder an die Grenzen, was ist Extremismus? Ich akzeptiere keinen Extremismus. Ja? Wenn jemand extremistisch ist, wieder die Frage, was ist das, aber darüber muss man dann reden, das kommt nicht in Frage. Aber wenn ich dann höre, die Aussage, wir dürfen keine rechten Verlage zulassen, natürlich müssen wir rechte Verlage
sagen zu lassen. Da kommen wir ja gleich hin. Okay. Was ist für dich die wichtigste Beobachtung? Wo hapert es in der Streitkultur oder nicht vorhandenen Streitkultur? Ich bin noch nicht so weit, dass ich sagen würde, diese Streitkultur, die wir haben, so schlecht ist. Da bin ich noch nicht. Aber wenn, dann wäre es die fehlende Bereitschaft zuzugeben, dass wir alle Lernbedarf haben, manche mehr als andere. Aber zu sagen, okay, da weiß ich nicht so viel. Ich halte mal inne, lese mal noch ein bisschen und äußere mich dann, wenn ich ein bisschen fitter bin. Strich. Ich versuche kurz eine Zusammenfassung, damit wir hineingehen können. Weil wir haben eine Überschrift, die lautet Kultur. Und jetzt könnte man sagen, was ist überhaupt Kultur? Worüber reden wir? Was ist das Kultur jetzt? Herkunftskultur, Kulturlandschaft, Medien, Literatur. Und ich glaube, es ist ein bisschen deutlich geworden, wie breit dieses Feld ist. Und das ist jetzt auch nicht eine Streitbar, die jetzt den Kulturbegriff klärt. Aber all das wird unter Kultur irgendwie und irgendwo gefasst. Das könnte ja auch sowas wie Esskultur, Diskussionskultur, Fankultur, Firmenkultur, so. Warum ich das sage, ist, weil etwas deutlich geworden ist, ich habe euch Begriffe reingeworfen, ihr habt sie gedeutet unter Kampfbegriffen, Verschiebungen, neue Worte, alte Wörter, besetzen, da ist ein Stempel drauf, ihr habt von Konsequenz-Culture geredet oder gleichzeitig eine Empfindung, die beschrieben wird, was irgendwie beides im Raum steht. Und zum Schluss haben wir dieses Zuhören und Lernbereitschaft gehabt. Und dieses Zuhören und Lernbereitschaft, da würde ich jetzt gerne drauf eingehen, wenn ich dieses Wort Kulturstreit nehme oder Kulturkampf, über den ja viel gesprochen wird. Was steckt für euch hinter dieser Debatte einen Kulturkampf, den wir angeblich führen? Wer führt den? Gibt es für euch Positionen, in denen das stattfindet? Und wie definiert ihr die? Weil wir haben das jetzt an vielen Punkten aufgemacht, sei es jetzt die extremistischen Positionen, sei es der Feuilleton, die Social-Media-Blasen, ihr habt ganz viele Zonen jetzt angesprochen und alle die werden unter diesem Kulturkampfbegriff immer wieder unterschiedlich gefasst, je nach Meinung, die man hört. Wie ist das für euch? Was steckt dahinter? Was ist dieses Bedürfnis? Was ist eigentlich der Kontext? Was gibt es zu lernen oder zuzuhören? Wie ihr möchtet, ich gebe frei. Also eine schwierige Frage, aber deswegen sind wir hier. Ich glaube, also es geht doch ganz oft, ich bin da wirklich kein Experte, also weil das ja wirklich so ein weites Feld ist, aber es geht ja sehr oft darum, Deutungshoheit zu haben und den Ton anzugeben, darum geht es. Und ich kann das natürlich aus einer ganz bestimmten Perspektive versuchen zu zeichnen, und zwar als jemand, der sehr viel aus islamischen Ländern berichtet hat. Und ich habe selbst muslimische Wurzeln, bin protestantisch erzogen und bin konfessionslos, das nur als Hintergrund. das muss ich mal dazu sagen, weil man fragt sich immer, was ist das für einer? Ja? Ist das nicht ein Muslim und so weiter? Nein, ich bin konfessionslos, bin protestantisch, wie gesagt, erzogen worden, weil meine Eltern konvertiert sind. Ich war immer der Dunkle von den Heiligen Drei Königen beim Krippenspiel, obwohl ich eigentlich Jesus sein wollte. Habe mich dann aber irgendwann entschieden, mit 18 konfessionslos zu sein, was nicht heißt, dass ich Atheist bin, ich glaube, aber ich brauche halt keine Männer in komischen Kleidungen, die mir sagen, was ich glauben soll. Und da sehe ich natürlich gerade in islamischen Gesellschaften, das ist sehr pauschal, aber da gibt es natürlich ganz massiv, sehen wir uns in Afghanistan das an, das ist die Kultur, die hat zu herrschen, oder im Iran, wo das jetzt verhandelt wird, auf eine, Gott sei Dank verhandelt wird, leider auf eine sehr brutale Art und Weise von der einen Seite. Ich hoffe, dass die Frauen und mittlerweile auch viel mehr, also auch die ganze Gesellschaft und breite Gesellschaft sich da denen anschließt, dass die sich durchsetzen. Da geht es halt um, wer gibt den Ton an? Was ist die Leitkultur? Schlimmes Wort, aber das haben wir ja auch schon auch in Deutschland gehabt. Und das ist im Grunde genommen auch hier, wer gibt den Ton an? Was ist jetzt sozusagen die tonangebende Kultur? Ich finde Leitkultur ein schwieriges Wort, weil ich bis heute nicht verstanden habe, was deutsche Leitkultur ist. Das ist ja gerade Menschen wie uns, wahrscheinlich hast du es auch gehört, aber ich habe das sehr oft gehört, wir haben hier eine deutsche Leitkultur, der musst du dich anpassen. So, ja. Und dann frage ich mich, ich lebe ja in Österreich und stelle fest, dass Österreich eine Kultur hat, die sich sehr vergleichen lässt und ähnlich ist mit der österreichischen. Aber ich, der in Norddeutschland sozialisiert ist, das ist was ganz anderes. Das ist eher wie Dänemark, Niederlande und so weiter. Also ich weiß nicht, was da die deutsche Leitkultur ist. Und ich glaube, es geht tatsächlich um Macht, um wer darf was sagen, wer gibt den Ton an. Dem würde ich zustimmen. Also ich habe auch gerade gedacht, ich habe mich nicht so sehr
mit Kulturkampf auseinandergesetzt als Begriff. Ich glaube deswegen, weil ich habe immer, also das, was ich wahrgenommen habe, jahrelang als eine Person, die in Deutschland gelebt habe, die auch kulturelle Events umgesetzt habe, auch geschrieben habe und so weiter und Veranstaltungen gemacht. Ich habe das erlebt, dass es eine Art etablierte Kultur, anerkannte Kultur und dann alles andere, was die Communities machen oder so. Und ich fühlte mich sehr wohl mit meinen kleinen Kreis und meine Communities und meine Sachen. Und ich glaube, deswegen hat mich das alles nicht so sehr interessiert, die Frage nach der deutschen Leitkultur und so. Ich habe gesagt, ja, können Sie machen, ich mache meine Sache. Inzwischen ist das ein bisschen anders, weil ich sehe, dadurch, dass ich Teil jetzt dieser etablierte Literaturbetrieb bin, ich habe jetzt eine privilegiertere Position und sehe es als eine Art Verantwortung, da mitzugestalten und meine Möglichkeiten auszunutzen, um da zu versuchen mitzumischen. Und deswegen kann ich das nicht mehr so einfach aus dem Weg gehen. Und deswegen, glaube ich, würde ich zustimmen. Es geht um Deutungshoheit, es geht um meine Definition. Also Kultur, Literatur, Sprache, das sind immer wichtige Komponente in einer Erstellung einer Nation, ne? Wer ist wir, wer gehört dazu, wer wird ausgeschlossen. Und Literatur ist eine Erzählung von wer wir sind. Und dann, wenn Menschen mitschreiben, tatsächlich, ausdrücklich an diesem Wir, dann gibt es wahrscheinlich so eine Auseinandersetzung, wer darf das nicht und so weiter. Und das wäre dann Kulturkampf. Aus meiner Perspektive. Und gehört denn zu diesem Kulturkampf dann, ich habe ja vorhin diese ganzen Begriffe genannt, auch sozusagen ein Setup von Schlagworten, um sozusagen sich mit denen zu positionieren? Wir hatten, ob wir jetzt Woke, Token, Cancel Culture, ich erinnere auch an den Begriff PC vor gut 10 Jahren, Political Correctness, also das sind ja auch Dinge, die sich so wiederholen. Ist das eine Funktion, die verhindert, sich mit dem Kontext zum Beispiel geschichtlicher Aufarbeitung zu beschäftigen, um sozusagen in diesem dieser Deutungshoheit, die du beschrieben hast, oder in diesem getrennte Räume stattfinden und alles bleibt so, wie es ist, irgendwie sozusagen seine Position zu beziehen? Oder wie würdet ihr das deuten? Für was sind ihr, ich habe immer lange Fragen, für was sind diese Schlagworte gut? Weil ich stelle fest, und das war auch bei den Fragenhagel so, wir nehmen die einzelnen Begriffe, dann machen wir die Blase auf, aber es ist ja alles miteinander verbunden. Also wie alles gesagt, ich habe das so wahrgenommen und ich nehme das mit dem Identity Politics als Beispiel, aber Political Correctness gehört auch dazu. Es gibt bestimmte Begriffe, die hatten... Also auch People of Color als Begriff, das kam auch aus den Staaten und hatte einen bestimmten Kontext und eine Bedeutung. Das ist ein solidarischer Begriff. Das sollte was Gemeinsames darstellen. Identity Politics, das ist von schwarzen Frauen aus der Combahee River Collective geprägt worden. Und das meinte einfach nur, es wird Politik gemacht, also die Menschen, die PolitikerInnen sind, machen eine gewisse... keine Ahnung, die stellen gewisse Gesetze dar und prägen die Gesellschaft mit ihrer Politik. Aber wir wissen, die machen das aus einer bestimmten Perspektive, weil denen fehlt diese Erfahrungen, die wir als schwarze Frauen machen. Also wir Menschen, die Kinder erziehen, wir Menschen, die sehen, wie Rassismus in unseren Gesellschaften funktioniert und wir dagegen agieren. Wir haben einen bestimmten Erfahrungsschatz und Wissen und aus dieser Perspektive heraus wollen wir einen Einfluss nehmen auf die Politik. That's Identity Politics. Ist keine große Kunst, aber auf jeden Fall, ich habe das Gefühl, das, was ich als schwarzes Wissen dann nennen würde, das wird immer wieder aus dem Kontext gerissen, umgedeutet und dann gegen die Menschen verwendet, die das geprägt haben. Und das ist es scheint eine sehr erfolgreiche Strategie zu sein, denn viele Leute wissen nicht, was Identity Politics eigentlich meint, was Woke eigentlich meint, was Political Correctness eigentlich meint. Also ich würde sagen, ja, diese Strategie, Sprache gegen Menschen zu verwenden, ist auf jeden Fall eine Strategie. Ja. Siehst du das auch so? Nein, ich sehe es schon ein bisschen anders, weil ich glaube nicht, also ich
stimme schon zu, bestimmte Begriffe hatten eine Bedeutung und so, und die eigentliche Bedeutung, wie du es sagst, was Vogue eigentlich bedeutet und was Identity Politics eigentlich bedeutet, aber ich glaube schon, dass Wörter sich tatsächlich auch entwickeln, und ich glaube nicht, dass es immer eine bewusste Strategie ist, um das gegen Leute zu verwenden, sondern Dinge sind ja im Sprachgebrauch, und auch Political Correctness ist ja so ein Begriff, das ist ja auch schon so ein Kampfbegriff geworden, ja, so, dass ich muss jetzt Political Correct sein. Ich glaube, man muss solche Begriffe immer wieder hinterfragen und überlegen, passt es, ist es klug, es so zu verwenden oder nicht. Ich glaube, bestimmte Begriffe sind wichtig, dass man sie hat, aber es gibt dann ja auch mal wieder es ist ja nicht klar, dass alle Leute das Gleiche verstehen. Sharon erwähnte gerade People of Color. Und man hat oft den Eindruck, also ich habe zumindest manchmal den Eindruck, dass das so jetzt erwartet wird, dass wir das jetzt alle sagen. Klar. Aus Solidarität, das verstehe ich auch. Jetzt ist, glaube ich, wieder da. Okay. das verstehe ich auch, aber in Pakistan leben 220 Millionen Menschen, in Indien leben 1,1 Milliarden. Wir sind alle Brown People. War nicht bekannt, People of Color, sagen wir nicht, oder Person of Color. Das heißt, dieser Begriff kommt eigentlich von woanders, und jetzt, zack, bin ich eben auch Person of Color. Okay, kann ich mit leben, aber es braucht eben eine gewisse Zeit, um zu kapieren, was ist jetzt eigentlich gemeint, warum sagen wir das? Und da kommen natürlich auch unterschiedliche Menschen unterschiedlich schnell mit. Vorhin ging es darum, dass es nicht unbedingt, es war irgendwie, was ich verstanden habe, ist, ich habe gesagt, diese Wörter werden gegen Menschen verwendet, ja. Und ich meine, du hast gesagt, ja, das muss nicht eine böse Absicht sein. Und da ist es wieder dieser Moment, wo es dann sich dreht um die Absicht, und dann können wir lange suchen nach, wer hat das wirklich gesagt und gemacht. Und das für mich führt so weit weg von dem Effekt, was diese Handlungen haben. Und ich möchte dafür plädieren, dass wir viel mehr schauen, was für eine Auswirkung das hat, egal wie es gemeint ist. Weil es gibt Menschen, die Leidtragende sind am Ende. Und ich würde sehr gerne meine Energien und meine Solidaritäten mit diesen Menschen haben und nicht so sehr gucken, okay, hatte das wirklich so gemeint? Oder wie können wir das beurteilen letztendlich? Nee, das sehe ich aber anders, weil ich glaube, wenn wir nicht mehr darauf achten, wie das gemeint ist und was der Kontext ist, dann werden in unserer Gesellschaft Freiheiten beschnitten, die ich nicht beschnitten sehen möchte. Also zum Beispiel wäre, gerade jetzt diese bescheuerte Winnetou-Debatte, dass jetzt die Debatte darüber kommt, diese Karl-May-Festspiele in Bad Segeberg sollen nicht mehr stattfinden. Das darf nicht stattfinden. Wer hat das gesagt? Das ist in der Debatte. Also ich meine, ich lese es halt im Netz. Ja, ich kann jetzt nicht eine Person nehmen, aber es gab ganz viel diese Forderung, wir sollten diese Karl-May-Festspiele, das sollte aufhören und so weiter. Das ist irgendwie... Und das bekommt jetzt so den Ruf, wenn du da hingehst, bist du unsolidarisch und bist... Und das finde ich schwierig. Das finde ich sehr schwierig, weil... Warum genau? Also wenn es darum geht, dass Menschen Sachen aushalten müssen, dann müssen wir doch aushalten, dass Menschen Sachen schlecht finden und... Na klar. Das ist auch in Ordnung. Warum ist das dann schwierig? Aber ich möchte, dass man das schlecht findet, ist in Ordnung, da muss man auch nicht hingehen. Ja? Aber zu fordern, dass das boykottiert wird, natürlich darf man das. Ja. Ja? Aber ich finde das falsch, weil ich denke, was ist jetzt genau der Punkt und wo genau ist da wer verletzt? Das ist ja eigentlich im Grunde genommen ein Feiern von einer Sache, die vielleicht in Realität gar nicht es auch gibt. Ja? Aber wo ist da die, vielleicht liegt es auch einfach nur daran, dass mir die Verletzung nicht klar ist. Also wenn jemand kommt und sagt, ich fühle mich verletzt, höre ich zunächst einmal hin, klar. Aber es kommt dann irgendwann ein Punkt, wo ich sage, okay, verstehe ich aber nicht und irgendwie musst du jetzt mit klarkommen. Ja, ich möchte das nicht verteidigen, dass Menschen irgendwas boykottieren. Das ist nicht mein Punkt. Aber für mich würde es nicht um Verletzung gehen. Ich glaube, das kommt sehr oft. Ich höre das sehr, sehr oft, wenn irgendwas passiert und Menschen sich entschuldigen, die sagen, es tut mir leid, wenn die Gefühle verletzt worden sind. Und ich denke, es geht nicht um verletzte Gefühle. Also mir geht es nicht um verletzte Gefühle, sondern bei Karl May geht es um eine Darstellung von Menschen, die von Genozid betroffen sind. Ne? Und die wenigsten Menschen haben das auf dem Schirm, wenn sie irgendwie Winnetou und diese lustige Kostüme sehen. Die sehen, diese schöne, edle, whatever. Und haben nicht verstanden, was da verdrängt wird an der Geschichte. Und ich möchte nicht für andere Menschen sprechen. Aber wenn ich ein Nachkommen wäre von Menschen, die
knapp ein Genozid entkommen wäre, dann würde ich das auch scheiße finden, dass es ein Karl-May-Fest gibt. Und ich verstehe das komplett, dass das boykottiert werden soll, wenn sie danach rufen. Aber ein Boykottaufruf für mich ist überhaupt nicht problematisch. Also wenn es staatlich verordnet wäre, niemand soll Karl-May lesen, dann können wir über Cancel Culture meinetwegen reden. Aber wenn Menschen einfach sagen, ich habe keinen Bock drauf, I don't see the problem. Ich versuche jetzt diesen Winnetou, ich wollte eigentlich was anderes, ich wollte woanders hin, aber ihr habt jetzt zu Winnetou geleitet, weil ihr ein konkretes Beispiel aufgemacht habt. Und ich würde gerne auf den Kontext gucken, weil jetzt sind wir schon dreimal drüber gesprungen, wir sind schon bei den Karl-May-Festspielen, gehen wir mal nochmal an den Anfang zurück. Ich fasse nochmal kurz zusammen, es gab einen Kinderfilm, der wurde gezeigt und dazu gab es Merchandise-Material und dieses Merchandise-Material wurde vom Ravensburger Verlag wieder zurückgezogen, aus der eigenen Selbstreflexion dieses Material nicht genügend sensitiv gelesen zu haben, so stand es in anderen Worten in der Pressemitteilung, führte zu einem medialen und Social Media Eklat, der viel unter der Überschrift geführt wurde, Karl-May-Bücher weg, in Anführungszeichen. Was ist da schiefgelaufen? Wie habt ihr das wahrgenommen, diese Debatte? Nur nochmal, um wirklich jetzt in den Kontext zu steigen. Worum ging es in der Debatte und worum ging es eigentlich? Was war eure Wahrnehmung? Ich habe es versucht, nicht wahrzunehmen, wenn ich ehrlich bin. Ich kann kurz erzählen. Ja, ja. Mhm. Ich saß im Kino mit meinem 10-jährigen Sohn, als die Werbung für diesen Film kam. Und ich sah das, ich dachte, nein. Und mein Sohn, der überhaupt nicht beflissen ist mit irgendwelchen Themen und Debatten, hat das nur angeguckt und so, was machen Sie denn da? You know, der hat das nicht verstanden, was das für ein Film sein soll. Das sah einfach nur schräg aus. Und dann hab ich irgendwie abgewartet, bis diese Werbung vorbei ist und dann haben wir endlich Minions geschaut. Und ich hab wirklich versucht zu vergessen, dass ich das gesehen habe. Und es ist wieder Winnie 2 o'clock, habe ich gedacht, you know, dass diese Debatte wieder losgeht. Und ich wollte das eigentlich ignorieren, ehrlich gesagt. Mhm. Und deswegen, das war auch ein Grund, als ich habe die Einladung für diese Streitbar bekommen, dann dachte ich, oh nein, ich will nicht über Winnie 2 reden oder so. Mhm. Aber ich glaube, es ist schon wichtig, eine Sache vielleicht zu sagen aus meiner Position, ist das, was ich vorhin gesagt habe. Wenn wir davon ausgehen, dass die Menschen, die in damals in Amerika, die Ureinwohner in Amerikas fast ausgerottet worden sind und es wird immer noch ein Columbus Day gefeiert, ne? Und dann in Deutschland trauen die Leute nach, wenn ein Ravensbrück, zwei Bücher, also das ist echt lächerlich, dass die Leute so ausrasten, weil diese Organisation sich entschieden hat, Stickerbooks aus dem Verkehr zu ziehen. Das zeigt irgendwie, wie wenig wir eigentlich wissen über diese Genozid, über das, was passiert ist und wie wenig Empathie wir haben für die Menschen, die da gelitten haben. Und ich glaube, das zeigt auch eine sehr große Lücke. Warum ist es so, dass in unserem gesamten deutschsprachigen Literaturbetrieb keine Bücher gibt von Menschen, die in Deutschland wohnen, auch die indigene Menschen sind. Also es gibt die. Warum haben sie keine eigenen Kinderbücher oder andere Bücher, Romane, Belletristik? Das ist eine große Lücke. Und ich glaube, wenn wir einfach viel mehr Sachen hätten, viel mehr Bücher aus viel mehr Perspektiven, dann wäre es unwichtig. Dann würden wir uns von selbst aus nicht Karl May lesen wollen. Genau, die Frage ist, ging es um Karl May oder um was ging es eigentlich? Ich glaube, es ging um ganz vieles, das ganz viel kreuz und quer und durcheinander gegangen. Mhm. Und ich sehe es in vielen Teilen wie Sharon und in manchen Bereichen eben nicht so wie sie oder so wie du. Bei dem Film, ich würde mir den nicht angucken und mein Sohn würde sich den auch nicht anschauen, weil er sich sowieso für das Thema nicht interessiert. Aber da soll er halt laufen. Ja? Also der Punkt ist, ich sehe den Punkt, den du sagst, dass es hier um Menschen geht, also deren Vorfahren ausgerottet wurden oder ausgerottet werden sollten. Aber das war ja überhaupt nicht das Ziel von einem Kinderbuch und das war auch nicht das Ziel von Karl May, das darzustellen. Dann soll man halt eben, wenn man, also es ist ja keine Abhandlung über die Geschichte der Ureinwohner Amerikas, das ist überhaupt nicht das. Dass Karl May Rassismen verwendet, auch das stimmt, aber er ist ein Kind seiner Zeit. Das kann man einordnen in einem Vorwort, in einem Nachwort. Das soll man machen. Bei dem Buch
bei dem Ravensburger Buch, das waren ja zwei, dieses Stickerbuch und noch so ein begleitendes Kinderbuch, schon Merchandising. Aber ich meine, wir haben jetzt alle schon Bücher geschrieben und wir wissen, wie das ist, so ein Prozess. Das durchläuft so viele Hände, das wird gelesen, lektoriert und dann wird da nochmal drauf geschaut und dann schaut da noch jemand drauf. Dann am Ende, wenn das Buch fertig gedruckt ist, zu sagen, wir ziehen es aus dem Verkehr, weil ach, es ist doch irgendwie nicht in Ordnung, das kaufe ich denen nicht ab. Und dann habe ich mir daraufhin die Instagram-Debatten angeschaut und das war schon echt übel im Ton, wie die da fertig gemacht wurden als Rassisten und so weiter. Das ist genau das, wo ich wieder bei meinem, die Debatten sind wirklich am Boden sind. Und dann hatte ich so den Eindruck, aus Angst, dass man da jetzt noch einen größeren Sturm über sich ergehen lassen muss, ziehen wir es jetzt mal zurück. Nicht ahnt, dass es dann erst recht jetzt befeuert wird. So. Und dann, und das ist wiederum das Schlimme, haben das Leute, denen das genau in ihre Agenda passt, in ihren Kram passt, benutzt. Die Bild-Zeitung, die gesagt hat, Cancel Culture, die ARD zeigt Winnetou nicht mehr. Dabei haben die die Rechte an Winnetou schon vor 2 Jahren nicht mehr gehabt und haben es einfach nicht wieder gekauft. Das war also einfach nur, die haben es halt nicht mehr gezeigt, weil sie die Rechte nicht haben. ZDF zeigt es noch, da kann man es in der Mediathek sehen. Aber das wurde dann missbraucht, um zu sagen, es gibt Cancel Culture, was nicht stimmt. Und da ist so viel vermengt worden und dann wurde den Leuten, die das bei Ravensburger kritisiert haben, gesagt, ihr fallt rein auf die Bild-Zeitung. Nee, ich habe das schon sehr differenziert mir angeschaut und ich kritisiere das, was Ravensburger gemacht hat, fand das nicht in Ordnung, dass sie es zurückgezogen haben. Aber was die Bild-Zeitung macht, das ist eine Cancel-Culture von Winnetou, das ist auch absurd, das stimmt eben nicht. Ich verstehe nicht genau, was falsch ist an Ravensburgs Handlung. Es tut mir leid, ich habe es noch nicht verstanden. Wenn Sie von sich aus sagen, wir ziehen das zurück, warum ist das kritikwürdig? Ne, ich finde, ich nehme den, das ist einfach, vielleicht ist mein Gefühl, das kann man natürlich jetzt kritisieren, klar, aber ich nehme den nicht ab, dass die da aus Einsicht das zurückgezogen haben, sondern ich glaube, die sind eingeknickt vor einer Gruppe, die sehr laut war. Okay, das wissen wir nicht. Und die andere Sache ist, ja, okay, es kann sein, dass Karl May das nicht gemeint hat mit seiner Geschichte. Dennoch ist er hat sein Buch oder sind das Bücher, ja, veröffentlicht in einem Kontext, wo es kaum andere Informationen über diese Menschen gibt oder gab oder über die Geschichte. Und das prägt schon sehr, sehr stark das Bild und das Wissen über dieses Volk. Und deswegen sage ich immer wieder, das geht nicht um seine Absicht. Aber ganz kurz, ich will nur reinwerfen, ihr redet über Karl May und ich hatte vorhin gefragt, um was ging es in der Debatte und es ging um einen Kinderfilm. Also ja, es ging ja nicht um eine Wiederauflage von Karl May, nein, sondern eine Adaption mit Stereotypisierungen und ich glaube, das haben ganz viele ja auch gesagt und die Frage war doch nach dem Umgang mit altem Material. Das ist ja immer wieder die Frage, wie erzählen wir Geschichten heute, in dem Fall für Kinder. Also, das ist ein Aspekt. Und ich finde, du hast eigentlich deutlich, es ging um Ton darüber, um den Kontext, welcher wurde eigentlich diskutiert, wer hat wie Verantwortung übernommen, wer hat was instrumentalisiert. Und ich nehme den einen Punkt, weil ich gar nicht so viel über jetzt Winnetou sprechen will, weil es hier exemplarisch steht. Du hattest vorhin auch schon die Kinderbuchdebatte 2013 über das N-Wort. Also es war ähnlich anders zu einer anderen Zeit. Aber ich nehme den einen Punkt auf, und das ist der geschichtliche Kontext. Ja. Und springe zu einem anderen Beispiel, nämlich die Queen. Beziehungsweise den Tod der Queen. Okay, das ist jetzt ein großer Spagat, aber auch hier haben auch wir... Auch deswegen wollte ich nicht kommen. Tja, und ich möchte nochmal betonen, ich nehme diese Beispiele, damit wir exemplarisch die Debatte uns anschauen. Um zu gucken, wo sind die Pole, an denen diskutiert wurde, weil wenn man das anfängt zu verstehen, das ist jetzt meine persönlich subjektive Meinung, dann fängt man an, das vielleicht bei anderen Debatten auch zu überprüfen. So wie du es eben jetzt einmal durchdekliniert hast und du den geschichtlichen Aspekt, gehen wir trotzdem kurz zur Queen im Sinne von, auch hier gab es eine Debatte, nämlich sozusagen, wie viel Raum wird dieser Trauer gegeben, wie soll getrauert werden, welche Rolle, welche Funktion hat sie in einer geschichtlichen, also wie viel Geschichte wurde aufgearbeitet, wie viel wurden die Positionen derer gesehen, denen der Tod der Queen ein anderes Gefühl ausgelöst hat als bei anderen. Was ist da schiefgelaufen? Eure Gedanken. Ich weiß, dass du dich positioniert hast. Ich blicke zu dir. Was habe ich gesagt? Also es gab eine Kritik auf jeden Fall, die lautete sozusagen, es gab Stimmen an verschiedensten Orten und zwar weltweit, die sich positioniert haben mit einem, ich kann nicht trauern, so. Und mir fehlt der zweite Teil der Geschichte.
erst wenn dieser erzählt wird, trauere ich um einen Menschen, der von uns gegangen ist. Ja. Das war so. Und diese Art, ja, das war ein Aspekt. Ja. Ne, das verstehe ich total, dass man sagt, ich kann nicht trauern, solange der andere Teil. Ich habe eigentlich ehrlich gesagt gar keine Lust, über dieses Thema zu reden. Aber gut, es gab nämlich einen wir Fall. Wir machen es kurz, okay? Es gab einen Fall, wo sich jemand. Lass uns das wirklich kurz halten. Wir machen es kurz. Es gab einen Fall, wo jemand sich sehr, sehr in einer sprachlichen Form so geäußert hat, wo ich finde, das geht nicht. Da hat jemand, das ist eigentlich egal, wer. Ja. Hat der Königin einen qualvollen Tod gewünscht und hoffe, dass sie. Und da dachte ich, das finde ich daneben. Das finde ich, das gehört sich nicht. Und unabhängig davon, was sie persönlich und ihre Familie und ich habe pakistanische Wurzeln, meine Familie ist geteilt zwischen Indien und Pakistan. Es können sich die Geschwister, also meine Oma und ihre Geschwister, haben sich Jahrzehnte nicht sehen können. Es war diese Grenze unüberwindbar. Immer noch haben wir den Engländern zu verdanken, diese Teilung und so weiter. Unter anderem, also nicht nur, aber. Ich will jetzt nicht alles Schuld auf England schieben oder auf die Briten, aber die Briten haben da nichts Gutes wirklich bewirkt am Ende, als sie 1947 den Subkontinent verließen. Und es gab viele Menschen, die gestorben sind, über 1 Million Menschen massakriert und so weiter in diesem Teilungskrieg, den, wie gesagt, noch einmal die Briten mit zu verantworten haben. Das sehe ich alles und das muss man natürlich tun, aber ich in dem Moment verstehe ich, wenn Leute sagen, ich kann da nicht trauern, ist es völlig in Ordnung. Ich verstehe, wenn Leute sagen, ich trauere total und fiebere damit, das ist irgendwie so ein gesellschaftliches Ereignis, wir sitzen vorm Fernseher wie in den 80er Jahren und verfolgen das alle. Jetzt demnächst ja die Krönungsfeier wieder, ja, das ist irgendwie sowas, das ist so eine, offensichtlich bei Menschen so eine Sehnsucht, das irgendwie zu feiern und mit Teil zu sein einer royalen Zeremonie. Also das ist es nicht meins, aber ist es okay, wenn man das tut. Genauso wie es okay ist, wenn man es nicht tut, aber ich fand den Ton da einfach nicht. Und das war der Punkt, wo ich mich positioniert habe. Genau, also sozusagen die Position, wie etwas gesagt wird, Anstand, wo ist die Pietät sozusagen verloren gegangen. Und nichtsdestotrotz würde ich nochmal in den Raum werfen, gibt es sowas wie ein zweierlei Maß? Also wem sozusagen der größere Vorwurf für Überschreitung von einem Gefühl, sozusagen, weil es das Gefühl des anderen nicht wahrnimmt. Das habe ich nämlich auch gelesen. Also sozusagen, wenn es von nicht betroffener Seite, in diesem Kontext wäre die nicht betroffene Seite, die keine koloniale Vorgeschichte haben, sozusagen einen anderen Ruf hat als die betroffene Seite und ja auch hier wieder Sprache, gut, der Ton im Raum steht, aber auch wessen Geschichte wird nicht erzählt, wie wird sie erzählt, wie wird dann eine Debatte darüber geführt. Was ist da eure Wahrnehmung und vielleicht im Übertrag? Ich habe es am Beispiel der Queen gemacht, aber es lässt sich auch an anderen Beispielen festhalten. Und bei dir war jetzt das Argument, es kommt auf den Ton an. Ist der Ton der einzige Punkt? Gibt es noch andere? Nein, ist nicht der einzige Punkt. Ich erinnere mich an diese Tweets, die diese Frau geschrieben hat. Und ich würde schon sagen, es macht einen Unterschied, wer das gesagt hat. Denn das ist eine schwarze US-amerikanische Frau mit nigerianischen und Trinidadian Roots. Und sie hat den Queen, die Königin, einen qualvollen Tod gewünscht. Und ich glaube, diese Backlash, die sie bekommen hat dafür, also man kann das kritisieren, was sie gesagt hat, der Ausmaß an dieser Backlash, glaube ich, hat schon damit zu tun, dass sie eine schwarze Frau ist. Das habe ich so wahrgenommen, wenn man vergleicht, dass unzählige Menschen aus Irland auch irgendwie so Tänze aufgeführt haben oder so, anlässlich der Tod des Queens. Das haben wir kaum mitbekommen in der Berichterstattung oder Social Media. Und deswegen, ich glaube, dass es bei dieser Frau, Dr. Anja, glaube ich, heißt sie. Das ist eine Art, und das ist eine Person, die bekannt war, immer wieder zu provozieren. Also sie hat immer wieder Sachen gesagt, die über den Strängen schlägt. Aber ich glaube, Jeff Bezos hat ihre Tweet retweetet und deswegen hat es so viel Aufmerksamkeit bekommen. Und dann letztendlich wurde das gelöscht von Twitter selbst und dann wurde sie gesperrt eine Zeit lang. Und das ist für mich, das hat mich sehr überrascht. Es hat mich sehr überrascht, dass in England Menschen, die demonstrieren gegen die Monarchie, also die wollten dagegen demonstrieren und die wurden alle verhaftet. Und letztendlich standen Menschen da mit nichts, also die standen so mit leeren, wie sagt man das, Plakate. Weil eigentlich hätten sie schreiben wollen, not my king, nicht mein König, aber sobald sie das machen, würden sie verhaftet. Und
ich habe das nicht geglaubt, als ich das das erste Mal gehört habe, weil ich dachte, wir reden die ganze Zeit darüber, dass wir eine Demokratie sind und wir können Meinungsfreiheit und so. Aber da wurde genau damit argumentiert, dieses Plakat würde die Gefühle von Menschen verletzen an der Stelle, wo es so viele Leute trauen um den Königen und so viele Leute lieben Charles offenbar. Und deswegen sollen wir nicht jetzt dagegen demonstrieren. Und dann sehen wir auf jeden Fall, dass es mit zweierlei Maß gemessen wird. Ja, das stimmt. Also da bin ich völlig d'accord. Das stimmt. Aber ich, wenn ich einen Punkt dann doch noch dazu sagen darf, also die in Irland habe ich schon wahrgenommen, diese Demonstranten und die da sich wirklich sehr daneben benommen haben. Aber das waren, sorry to say, besoffene Fußballfans im Stadion. Und ich lege einen anderen Maßstab an, an besoffenen Fußballfans im Stadion, als an eine Professorin. Und da war, ich habe da, das hat mit der Hautfarbe nichts zu tun, sondern ich finde, eine Professorin sollte sich so nicht äußern. Das ist die Kritik. Dieser Backlash war sehr stark. Gut, wer sich so provozierend äußert, muss damit rechnen. Dass der so stark wird, hat in der Tat damit zu tun, dass Jeff Bezos das wahrscheinlich retweetet hat und dass es dann einfach weltweit bekannt war und irgendwie, ja. Wir machen jetzt einen Cut. Es gibt sowas wie Aufmerksamkeitsökonomie. Ich würde auch sagen, auch das spielt eine Rolle. Sozusagen das, was du gerade sagtest, Geschichten werden nicht zu Ende erzählt. Also man springt auf einen Hype auf, ist so die Übersetzung. Und dann werden Geschichten vielleicht nicht ganz erzählt oder es fehlen dann Parts. Und in verschiedenen Orten der Debatte wird dann an unterschiedlichen Punkten der eine Punkt diskutiert. Ich würde behaupten, da haben wir jetzt zwei kleine Beispiele gehabt, das eine mehr, das andere weniger. Man kann auch jetzt darüber diskutieren, was hatte das jetzt der Tod der Queen mit Kultur zu tun. Gleichzeitig gab es im Feuilleton auch Debatten eben genau darüber, auch über eine mediale Rezeption, wie wurde erzählt, es lief auf zwei Kanälen und so weiter und so fort. Ich habe das nur für euch so im Hinterkopf und will einen Punkt machen, weil wir haben vorhin von Aushalten, du hast oft Aushalten als Begriff benutzt. Du hast manchmal gesagt, der Boykott ist auch eine Form, weil er erstmal ein politisches Statement darstellt. Und wir haben noch so Sachen wie Streichen, Kontextualisieren und ihr habt über Aushandeln gesprochen. Immer Aushandeln an dem Punkt, der gescheitert ist, für mich so an dem, es wird ja gar nicht ausgehandelt. Also gehen wir zur Buchmesse und schauen auf diesen Aushandlungsort und ich nehme etwas von euch mit, weil ihr beide eine Grenze gezogen habt, wenn es um das Thema Gewalt im weitesten Sinne geht. Also du hast die extremistische Gewalt genannt und du hast auch eine Gewalt benannt, die mit Geschichte zu tun hat, also auch einer Retraumatisierung, auch Ängsten, die vor einer Gewalt da sind, die vielleicht erstmal nicht offensichtlich ist. Und wenn wir jetzt also quasi ein Jahr zurückblicken auf die Buchmesse und diesen Boykott, der ausging von einer Autorin, die vielleicht eine andere Intention hatte, etwas damit zu sagen und andere das anders aufgegriffen haben und sozusagen eine Welle ja auch losgetreten hat unter verschiedenen Fragestellungen, nämlich auch der Solidarität, des Verstehens, der Anwesenheit von rechten Verlagen, ja oder nein. Dann hattet ihr, und das habe ich ja vorhin in dem Fragenhagel beziehungsweise in der Vorstellung von euch deutlich gemacht, dass ihr unterschiedliche Positionen hat. Ich möchte aber noch an eines erinnern, bevor ich euch frage, nämlich, dass die Bildungsstätte hier unter anderem auch ein Teil derer ist, die ja schon vor Jahren sozusagen aufmerksam gemacht haben, dass rechte Verlage auf der Buchmesse sind, dass das ein Problem darstellt. Ich erinnere 2017 einen ganz großen Eklat auf der Buchmesse während einer Lesung und Podiumsdiskussion eben mit dem benannten Björn Höcke kam es zu Tumulten. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Manche waren vielleicht auch dabei. Ich war zu diesem Zeitpunkt auch auf der Buchmesse. Es gab unangenehme Situationen an den Ständen, der Neurechte Verlag Antaios war da, ganz nah an der Antonio Amadeus Stiftung und eben an dieser Bildungsstätte Anne Frank an dem Stand. Es gab Argumente von Meinungsfreiheit, also schon damals. Das heißt, es ist eine ganz alte Geschichte. Nur noch mal, um den Rahmen und den Hintergrund auch zu setzen. Es hieß, diese Verlage waren in der Kritik, blieben in der Kritik und dann, irgendjemand hat mir mal gesagt, die Jasmina Kunke, die Autorin, die sozusagen diese Welle ausgelöst hat, hat die Tür eingetreten. Ich nehme dieses Bild jetzt einfach mal, weil dann lag es auf dem Tisch und jetzt kommt ihr. Du hast den Boykott unterstützt in der Intention, in dem Verständnis, Zitat habe ich vorgelesen, und du warst auf einem anderen Punkt, nämlich zu sagen, ich musste mich solidarisieren, aber mit genau was. Könnt ihr euch noch mal kurz erinnern, dass wir kurz noch mal hingehen, was war... Ich habe mir heute ganz viele alte Beiträge von damals angeguckt. Was war für euch dieser Moment? Was hat der damals in euch ausgelöst und wo habt ihr euch wie und warum positioniert? Wie ihr mögt. Also für mich war wichtig, dass man
hingeht und mit Leuten grundsätzlich redet. Das ist für mich grundsätzlich wichtig. Nur nicht nur bei der Buchmesse, sondern dass man, soweit es geht, mit den Leuten redet. Ich weiß, ich habe diesen, du hast diesen sehr provokanten Spruch von mir zitiert, man müsste AfD-Wählerinnen und Wähler echten Ausgrenzen. Ich habe gesucht im Netz. Na klar. Also ja, ich neige ja auch zum Provozieren. Das ist auch, aber das ist schon provokant. Ich würde auch zum Beispiel, ich sage auch immer, ich gehe nicht mit AfD-Leuten auf die Bühne. Ja? Ich gehe nicht in eine Talkshow und ich auch in einer öffentlichen Veranstaltung, das mache ich nicht. Aber natürlich rede ich mit denen von Angesicht zu Angesicht. Gestern und heute in Sachsen permanent. Jeder Dritte wählt die ja. Also kommt man gar nicht drum herum. Aber man muss natürlich mit den Leuten reden, die sind da. Und ich glaube auch, dass wir auf einer Buchmesse so mit Leuten reden müssen. Die Frage ist halt, ist das ein extremistischer Verlag? Was hat der gemacht? Wen lädt der ein? Also Höcke, der schon auch jetzt rechtskräftig verurteilt ist und den man als Rechtsextremisten bezeichnen kann, das ist schon schwierig. Da würde ich auch sagen, nein, das geht nicht. Aber grundsätzlich rechte Verlage haben eine Daseinsberechtigung auch auf der Messe. Die Frage ist, muss man denen dann ein Forum geben, so, also so sehr prominent, oder kann man die auch irgendwo anders hin tun? Aber meine Haltung damals war, man muss hingehen und mit denen reden. Und ich kann aber auch verstehen, wenn jemand sagt, ich habe Angst oder Sorge und ich möchte da nicht hingehen. So, und dann, ich finde beide Positionen legitim. Was mich da gestört hat, war dann, dass, als ich das nur einmal vorsichtig äußerte, dass ich sagte, ich würde da nicht hingehen. Vorsicht, ich habe geäußert, ich gehe hin. Und streite mich mit denen und kann mich ja auch verbal prügeln. Ja, das macht mir ja Freude. Und das würde ich dann auch tun. Dann kam eben, und du hast es so sehr, sehr charmant formuliert in der Vorstellung, mir wurde vorgeworfen, ich sei nicht unsolidarisch. Da kam nämlich der Begriff, ich wäre ein Token. Und überhaupt, der war ja doch, der Kasim war mal bei der Bundeswehr, der ist nur äußerlich braun, innerlich weiß. Ja, das ist ein Kokosnussdeutscher, das ist ein Kinderschokoladendeutscher, das kam. Und da lacht man drüber, aber das ärgert mich. Das ärgert mich massiv. You are not an ally anymore. Was zum Teufel? Ja, was soll das jetzt sein? Ich bin, weil ich zur Buchmesse gehe, weil wir und das ärgert mich so sehr, dass ich dann manchmal auch in mir, das gebe ich auch offen zu, erkenne so innerlich eine Trotzreaktion. Also, nö, da gehe ich jetzt wirklich hin. Das lasse ich mir von euch nicht sagen, dass ich da nicht hingehe. So, vielleicht war das so. Aber so macht man dann, ehrlicherweise muss man sagen, auch den gemeinsamen Kampf gegen Extremismus kaputt. Danke. Ich habe nicht damit gerechnet, dass so macht man den Kampf kaputt. Okay. Ich erinnere mich, dass ich schon wusste, dass es diese Geschichte gibt, dass es rechte Verlage gibt, nicht nur in Frankfurt, sondern auch in Leipzig. Und überhaupt, ich würde sagen, rechte Menschen, extrem rechte Menschen, die sind unter uns sozusagen. Also das gibt's, die sind da, die sind, keine Ahnung, BusfahrerInnen, LehrerInnen, VerkäuferInnen. Like, es ist, glaube ich, naiv zu denken, die sind alle da und wenn wir diesen Ort vermeiden, dann haben wir das geschafft oder so. Und so habe ich diesen Boykottaufruf auch nicht verstanden. Ich habe das so verstanden, also für mich persönlich war das ein Moment zu sagen, ah, okay, es gibt einen Anlass, eine Position zu beziehen. Es war sehr leicht für mich, muss ich zugeben, zu sagen, dass ich diesen Boykott unterstütze, weil ich sowieso nicht hinfahren wollte. Ich hatte kein Buch, das zu der Zeit erschienen war. Da ich boykottiere, aber ich hatte keine Einladung dahin. Aber ich möchte behaupten, dass wenn ich eigentlich eine Einladung gehabt hätte, wäre Adas Raum auf der Shortlist gewesen oder so. Ich möchte behaupten, dass ich gesagt hätte, ich unterstütze dieser Boykott. Warum? Viele Leute sagen, das war übertrieben mit dem Boykottaufruf, denn ja, die rechtsextreme Verlage sind da und sicherlich laufen da auch AfD-Menschen rum, aber es ist noch nie zu irgendwelchen wirklichen Eskalationen gekommen, diese eine Situation ausgenommen. Also man ist nicht umgebracht worden oder so. Und ich sage ja, warum müssen wir warten, bis jemand umgebracht wird, bevor wir sagen, okay, das ist gefährlich da. Also gerade in Deutschland wissen wir, wie weit es gehen kann. Immer wenn wir zulassen, keine Ahnung, dass mehr und mehr Raum genommen wird. Und deswegen schätze ich dieses Zitat von Erich Kästner so sehr. Mir geht es darum, ein Zeichen zu setzen. Und vielleicht ist es, nee, ich finde es nicht extrem. Wir wissen, was das bedeutet, die sind antidemokratisch, die sind menschenfeindlich, die sind rassistisch, die sind antisemitisch.
Wir wissen, was sie sagen. Wir sollen nicht überrascht werden, was in Schweden passiert. Wir sollen nicht überrascht werden, was in Italien passiert, dass es einen Trump gab, dass es in England einen Boris Johnson und whatever is going on there gab. Also, und dann, wenn wir dann plötzlich merken, oh, in Deutschland erstarken die AfD, wieso wundern wir uns, wenn wir die so viel Raum geben, immer in unserer, also wir müssen das Gespräch zulassen. Ich muss sagen, rechte Menschen haben keinen Bock, mit mir zu reden. Also das ist nicht meine Erfahrung. Wenn ich irgendwo bin, wo ich erkannt werde als schwarze Person, dann eigentlich meistens geht es darum, dass ich schnell einen guten Weg finde, wo ich rauskomme aus der Situation. Das ist die Realität für viele Menschen. Und dann, wenn es möglich ist, dass viele Menschen, die eine Veranstaltung organisieren, die offen sein soll, die gegen alle Formen von Rassismus sein will, wenn sie sagen, aber wir lassen es zu, dass diese Menschenfeinde da sind, dann bin ich so, dann kann ich das nicht so ernst nehmen, dieser Spruch gegen alle Formen von Rassismus. Für mich ist gegen alle Formen von Rassismus übrigens auch gegen struktureller Rassismus. Also es geht nicht nur zu schauen, dass wir die Rechten verlagern in eine schlecht beleuchtete Ecke irgendwo ganz weit hinten stellen, sondern überhaupt zu überlegen, wer arbeitet für uns? Wer sind die Leute, die zu uns kommen? Wer sind die Leute, die Verlage haben? Ja, wie viele schwarze Menschen haben einen eigenen Verlag oder haben die Möglichkeit, ganz hoch aufzusteigen in einer Agentur? Das gibt's nicht so viel. Warum ist das so? Und wie können wir dem entgegenwirken? Und ich würde gerne viel mehr Energie darin stecken, als darüber zu diskutieren, ob es richtig ist, dass wir die Frankfurter Buchmesse boykottieren. Ich würde noch mal kurz aber zurückgehen, weil wir bei der Frankfurter Buchmesse sind, und die Frage noch mal auf die Perspektive schwarzer Frauen nennen und das Stichwort Solidarität. Es gibt, wie sozusagen Solidarität aussehen kann, kann man unterschiedlich bewerten, wurde ja auch unterschiedlich bewertet, weil schwarze Frauen ja auf unterschiedliche Art und Weise reagiert haben, was auch ein bisschen untergegangen ist. Manche sind gekommen, manche sind nicht gekommen, manche haben sich positioniert, manche haben, wie zum Beispiel, ich nenne jetzt einfach mal Aminata Touré, die eine Politikerin ist, die andauernd mit AfDlern in bestimmten politischen Räumen ist. Sie hat entschieden zu kommen, ja logisch, weil für sie ist diese Gewalt, diese Angst, also diese Situation, eine alltägliche, für sie ist ein Besuch einer Buchmesse sicherlich etwas anderes als vielleicht für eine Person, die Morddrohungen erhält. Also, und diese Heterogenität, würdet ihr sagen, die ist wahrgenommen worden oder waren schwarze Frauen als eine Masse da? Wie waren die? Also wer war mit was eigentlich solidarisch? Also worum ging es eigentlich? Ich habe dazu auch, und ihr merkt es auch heraus, eine Meinung, weil ich glaube, es gab da nicht die Klarheit in der Debatte. Deswegen frage ich nochmal nach. Also mein Eindruck war schon, dass es sehr homogen war. Mhm. Schwarze Frauen oder eigentlich alle, die als POC wahrgenommen werden oder POC sind, sollen dort nicht hingehen. Vielleicht auch in dieser Situation, weil ich ja massiv in der Kritik stand. Also ich habe das wirklich per Twitter, Facebook, Instagram, E-Mail, kamen da diese Sachen eben, ja, das ging bis wirklich ins Persönliche. Ja, der Vorwurf, du bist mit einer Weißen verheiratet. Und ich denke, was soll das? Ja, was hat denn das jetzt damit zu tun? Das ging also wirklich so, deswegen bin ich auch befangen. Ich war dann wirklich auch ärgerlich. Ich, gesagt, ich kann auch nicht wirklich klar denken und ich will mich da aber auch nicht in so eine Ecke drängen lassen. Also das war dann sozusagen. Insofern war das so. Und ich, bei Aminata Touré weiß ich, die war ja da, aber auch die, also alle die schwarzen Frauen und schwarzen Menschen, also auch Männer, die da waren und sonstige, die da waren, haben sich ja erklären müssen. Sie hat sich ja doch wortreich erklärt. Und auch das fand ich falsch, weil ich finde es schwierig, wenn eine Situation entsteht, dass man sich erklären muss und quasi entschuldigen muss, warum man da hingeht. Aber vor wem hat sie sich erklärt? Was war euer Eindruck? Ich frage das so genau, ich habe ein Interview mit ihr geführt, deswegen bin ich jetzt im Vorteil. Da bist du im Vorteil. Eindruck war eben genau gegenüber denen, die sonst diese Vorwürfe machen. Ah ja, also das heißt die Rechtfertigung vor ihnen. Hast du das auch so wahrgenommen? Wie war? Ich habe es tatsächlich, also ich habe mitbekommen, dass es Diskussionen gab. Ich habe mitbekommen, dass innerhalb von der schwarzen Community sehr energisch diskutiert wurde, gibt es einen Boykott, ist es richtig, einen Boykott aufzurufen, wer macht das, wer macht nicht mit, und ich habe das so wahrgenommen, aber ich war nicht so tief drin, aber das wurde sozusagen gesehen, dass verschiedene Leute verschiedene Strategien haben, um mit dieser Situation umzugehen, und das waren zum Teil bewusste Entscheidungen, hinzugehen, Platz zu nehmen, sich zu zeigen, wehrhaft zu sein und so weiter. Ich habe, ja, ich, also
ich habe keine Erfahrung damit gemacht, beschimpft zu werden oder so, und habe das nicht so mitbekommen. Ich kann nur sagen, dass es so, dass ich das so wahrgenommen habe, dass was medial dargestellt wurde, ist so eine Art, ja, alle schwarzen Frauen sind so und alle schwarzen Frauen sind solidarisch und gehen nicht hin. Und deswegen, wenn eine schwarze Frau entschieden hat, hinzugehen, dann war es so eine große Irritation. Das habe ich so am Rande mitbekommen. Ich habe aber auch mitbekommen, dass es nicht ausschließlich um schwarze Personen ging oder People of Color. Es ging auch um Menschen mit Behinderung, die auch sich geäußert haben, Raul Krauthausen. Und ich war dankbar dafür, weil ich habe das wirklich so empfunden, dass es eine Möglichkeit war, das ist ein Anlass, wir wissen alle drum, jetzt haben wir die Möglichkeit, laut zu werden. Und das ist, glaube ich, trotzdem gelungen, auch wenn andere Leute die Entscheidung getroffen haben, nicht zu boykottieren. Es gab dann diese mediale Aufmerksamkeit, es gab ja dann diese Diskussion und das finde ich grundsätzlich gut. Das heißt, der Protest hat am Ende oder der Boykott genutzt, um über den Anlass zu sprechen, und das wäre jetzt auch meine Frage. Es gibt nämlich die Kritik, die heißt, wenn wir die rechten Verlage sozusagen in die Mitte rücken, dann bekommen sie die Öffentlichkeit, die sie möchten. Wie würdet ihr diesem Argument begegnen? Über sie reden, nicht mit ihnen reden, das haben wir schon besprochen, über sie reden, aber wie, um sie, um wehrhaft zu sein, oder spielt es ihnen in die Hände? Darüber wird ja immer wieder diskutiert, auch im Übrigen bei der Frage, ob gegen sie geklagt werden soll. Ja, das ist so ärgerlich für mich, weil es gab den Aufruf, die rechte Verlage nicht einzuladen oder auszuladen oder wie auch immer. Wäre das sang- und klanglos passiert, dann hätten sie, also zumindest in diesem ersten Schritt, dann wären sie halt nicht da. Okay, und jetzt gab es eine Diskussion und dann gab es eine Aufmerksamkeit, aber das ist gut. Also das ist eher gut, dass sie diese Aufmerksamkeit hatten, weil es ging nicht um sie, es ging nicht um deren Inhalte und wie wir das finden, was sie schreiben, sondern es ging um den Umgang. Ob wir die ausgrenzen, ob wir mit denen reden, keine Ahnung. Aber es ging um unser, es hat eigentlich ein Licht geworfen auf uns als Gesellschaft oder uns als Betrieb. Und das finde ich auf jeden Fall richtig. Also ich wiederhole mich da eigentlich so ein bisschen. Ich glaube, also ich finde das schwierig. Noch einmal, ich glaube, wenn es rechte Verlage sind, ist immer die Frage, ab wo grenzen wir ab? Ja, ab wo, wenn es Verlage sind. Beim Scannen von Materialien zum Beispiel, genau, ist das, also was für ein Scannen ihrer Werke, der Literatur. Was die da veröffentlichen, was für Leute da sind das Extremisten oder nicht. Solange das nicht der Fall ist, muss ich mit denen überhaupt nicht übereinstimmen, aber natürlich dürfen die dann da sein. Also das ist und da sind wir dann. Aber wäre das denn ein Umgang, von dem du sagst, das müsste passieren als Konsequenz? Also dass man sich anschaut, dass man sich zum Beispiel anschaut, wer veröffentlicht da, was sind das für Leute? Sind da Extremisten, sind da verurteilte Rechtsextremisten? Dann ist das Verbreitung von rechtsextremistischen Schriften, natürlich laden wir die da nicht ein und diskutiere ich mit denen auch nicht. Wenn das aber ein Verlag ist, der einfach rechts steht, aber keine Rechtsextremisten unter den Autorinnen und Autoren hat, dann können die da hinkommen, natürlich. Und dann kann ich mich entweder mit denen streiten, das ist ja auch eine individuelle Entscheidung. Es ist ja nicht so, dass eine Community entscheidet, wir reden jetzt mit denen oder wir reden nicht mit denen. Also wer der Meinung ist, mit denen reden zu müssen und mit denen streiten zu müssen, kann das tun. Ich streite mich grundsätzlich mit denen und ich nenne das mal mich verbal prügeln, wie gesagt, weil mir das Freude macht. Aber wer sagt, er möchte die meiden, dann meidet man die halt. Und selbstverständlich gibt es Konsequenzen, wenn die in irgendeiner Form Menschen bedrohen. Das hat natürlich nicht stattzufinden. Dafür hat die Frankfurter Buchmesse zu sorgen, dass Menschen dort sicher sein können. Aber das waren Menschen, die Drohungen geäußert haben. So habe ich das verstanden zumindest. Zum Teil. Der eine Verlag sozusagen war bekannt mit der Autorin und deshalb ist die Autorin nicht gekommen. Also das ist einer der Gründe tatsächlich. Also es gibt eine Instanz, mir fehlt wirklich ein Wort, es fängt mit V an und es ist eine Instanz, das... Verfassungsschutz. Thank you. Also die sind verfassungsschützlich, also waren sie nicht unter Beobachtung? Das war mein Verständnis, okay. Erstens. Und dann möchte ich auch fragen, wollen wir wirklich, dass das Maßstab legen, was der Gesetz sagt? Wenn der Gesetz sagt, das ist verboten, dann lernen wir nicht. Weil ich habe das Gefühl, bis es so weit kommt, dass ein Gesetzerlassung gibt in Deutschland, die sagt, diese
Menschen da sind rechtsextrem und deswegen dürfen sie nicht. Das dauert so ewig und es kann so viel passieren und so viele Menschen zu Schaden gekommen. Also es muss Beweise sein, ne, dass sie das machen. I don't know if I want to wait that long. Und wie gesagt, eigentlich ist mein Plädoyer, viel mehr Aufmerksamkeit darauf zu richten, was wollen wir sein? Also was fehlt in unserem Uns? Was fehlt bei der Frankfurter Buchmesse? Und wie können wir eine Atmosphäre schaffen, das einladend ist für diese Menschen, die gerade das Gefühl haben, die sind dort nicht sicher? Dann lasst uns das tun. Status quo jetzt ist, ich halte fest, dass in diesem Jahr die Buchmesse ein Awareness-Team hat aus 4 AntidiskriminierungsberaterInnen, die sozusagen durch die Messehallen laufen und im Einsatz sind, für Sicherheit zu sorgen. Es wurde ein Code of Conduct formuliert für ein, ich zitiere, für ein wertvolles und respektvolles Miteinander. Und die Hessenschau, die recherchiert hat, also eine Kollegin, hat unter dem Titel, wie die Buchmesse diskriminierungssensibel werden will, eben Meinungen eingesammelt, unter anderem Miriane Mahn und auch andere Stimmen, wie sie sozusagen zu diesem Awareness-Team stehen, aber vor allem zu der Frage des Rechtsstreites. Da wurde entschieden, ihn nicht einzugehen. Ihn nicht einzugehen, weil damit gerechnet wird, dass man ihn nicht gewinnen kann, beziehungsweise dass es eine Gegenklage gibt und so weiter und dass man den Rechten vielleicht auch mehr Aufmerksamkeit gibt. Jetzt macht ihr mal ein bisschen PR-Strategie vielleicht oder sagt, was wäre denn so ein Raum? Wann wäre denn aus deiner Perspektive dieser Raum sicher und wann für dich? Also, weil für dich ist er ja anders sicher, deswegen ja. Lasst uns das nochmal thematisieren. Ja, ich wollte nur ganz kurz sagen zu dem Thema PR für die rechten Verlage. Ich meine, das war ja nun diese ganze Boykottgeschichte auch. Das waren ja Verlage, auf die kein Mensch geachtet hätte, wenn es diese ganze Debatte Das war vorhin meine Frage, genau. Spielt das Ihnen also in die Hände oder nicht? Das hat denen total in die Hände gespielt. Auf der anderen Seite finde ich aber, da stimme ich schon zu, das Ergebnis, dass wir überhaupt drüber geredet haben, dass es thematisiert wurde, finde ich gut. Das ist ja schon mal sinnvoll. Braucht es das dann? Also braucht es das offensichtlich doch, auch wenn ich die Art und Weise eben nicht gut fand. Aber klar, also im Ergebnis finde ich das schon ganz gut. Die Art und Weise, ist das damit dieser Boykottaufruf gemeint? Oder? Und vor allem das Kritisieren derer, die nicht teilnehmen. Das heißt, das, was du vorhin gesagt hast, der Boykott und dass die Nachwirkung des Boykotts war, dass darüber reden. Das ist dann wiederum wichtig. Ja. Aber jetzt sind wir ein Jahr später. Wo sind wir? Ich habe euch gerade gesagt. Dazu aber ganz wenig sagen, weil ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wenn ich sowas höre wie Awareness-Team und so, denke ich mir, jetzt hat man da wieder so ein Feigenblättchen, dass man was macht. Ich müsste dazu konkret wissen, was genau ist deren Aufgabe, was machen die, wer sind diese Leute, wie kennen die sich aus? Und das müsste ich wissen, das weiß ich aber leider nicht. Den Hessenschau-Artikel empfehle ich, beziehungsweise die Pressemitteilung der Buchmesse. Und es ist tatsächlich ein Team aus 4. Und ich glaube, man kennt es von Festivals, wo man dann sozusagen aufgezeigt bekommt, hier, du kannst dich bei mir melden, wenn du ein Problem hast. Das ist, glaube ich, die Idee dahinter. Und ein Code of Conduct ist eine Positionierung. Also sozusagen, das ist unsere Meinung dazu. Aber in Bezug auf den Rechtsstreit gibt es eben diese Entscheidung, ihn nicht einzugehen. Und das ist erstmal das, was wir jetzt haben. Und die Buchmesse ist in 2 Wochen. Und deswegen die Frage an euch, was eure Erwartung vielleicht auch gewesen wäre nach diesem Boykott, eben nach diesem Gespräch, das dann, nachdem man sozusagen diese Wellen überwunden hat. Weil, ich sagte es ja schon, seit 2017 spätestens oder frühestens, ist das im Raum. Immer noch. Ja. Also auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen. Diese Sache mit dem, what are they called again? Awareness Team und Code of Conduct, das alles ist dieses Verständnis von Rassismus, das ist eine sehr fiese Sache, was du gesagt hast. Und bitte mach das nicht, weil es meine Gefühle verletzt. Also dann renne ich zu einer Person und sage, er hat was Schiefes gesagt, er hat mich komisch angeguckt, whatever, hat das N-Wort gesagt und dann sollen sie das regeln. Aber das ist nicht mein Verständnis von dem Problem, was wir hatten und von dem Problem, was ich sehe, auch unabhängig davon, ob rechte Verlage tatsächlich auf der Buchmesse sind, denke ich an eine andere Dimension von Rassismus oder Diskriminierung. Und ich denke an diese strukturelle Ebene. Und ich habe das Gefühl, das ist immer noch nicht angekommen, was das genau bedeutet. Also wenn, Jürgen Boos sagt, ich bin gegen alle Formen von Rassismus, dann möchte ich wirklich wissen, was er dann gegen strukturellen Rassismus macht, was er irgendwie für Strategien hat und Schritte und so. Und ich könnte mir vorstellen, da ist nicht viel, außer ein Awareness-Team, weil diese Verständnis fehlt von Strukturen, wie wirkmächtig sie sind und wie sehr auch ohne rechte Verlage
also wir haben ein bisschen über Winnetou gesprochen, aber ganz anderen Sachen, also Kinderbuchdebatte, wie sehr diese Werke weiterhin ein Verständnis von wer ist wir prägt, wer ist wir, wer gehört dazu und wer gehört nicht dazu. Und das wird sehr stark durch diese immer noch sehr weiße, eher männlich, eher Middle Class Literaturbetrieb geprägt. Und das ist etwas, worüber ich sehr, sehr, sehr gerne reden wollen würde. Also ich lese daraus, ich schmeiße jetzt mal Simone Didier-Alivi, die in der Taz gerade zur Buchmesse eine Kolumne geschrieben hat. Und sie schreibt, es ist einfacher, für etwas zu sein als dagegen. Oft schon aus Marketinggründen, für Diversität, das würde in deine Richtung gehen, das behauptet, erstmal nur mehr Menschen einzuladen und einzuschließen. Mehr Vielfalt heißt hier eben auch viel mehr potenzielle Kundschaft. Sich gegen etwas positionieren, das ist komplizierter, denn es ist einfacher und harmloser, sagen zu können, wir sind für alle, wir sind nicht gegen euch, wir sind nur einfach auch für die anderen. Sich offen gegen bestimmte Haltungen zu stellen, das würde bedeuten, in Konfrontation zu gehen. Unbequemer Antifaschismus ist wirkungsvoller als eine freundliche Diversitätspolitik. Das Beste, was wir für mehr Diversität tun können, ist etwas wegzunehmen, nämlich diejenigen, die ausgrenzen. Ich habe vorhin dich zitiert, du warst auch für Ausgrenzen, du sagst für eine bestimmte wehrhafte Position. Was wäre denn wehrhaft zu sein, weil das ist das, was ich trotzdem heraushöre, wenn wir jetzt wirklich auf die Gefahr gehen. Und ich will auch noch sagen, es sind aktuell offiziell 2 rechte Verlage dieses Jahr auf der Buchmesse. Was bedeutet Wehrhaftigkeit? Es wird darüber auch auf der Buchmesse Panels geben, die diese Frage auf der Buchmesse diskutieren. Aber ich frage mich auch, was bedeutet das für eine Kulturinstitution, die für alle da sein möchte, die einen Code of Conduct mit dem Willkommensgruß ausspricht? Was bedeutet das für alle da sein? Genau, also das ist die Formulierung, also ja. das für ja. ist die Formulierung. Deswegen habe ich Simone Didier-Alivi jetzt in den Raum gebracht, weil ich es eine interessante Frage fand, Wehrhaftigkeit für die Demokratie, für alle da aber. Und ja. diese Diskrepanz wollte ich einfach nur noch mal in die Verantwortung einer in diesem Fall Kultur- oder einer Literaturinstitution oder einer Messeinstitution, wo es auch um ökonomische Fragen sicherlich auch geht. Aber ich möchte nur einmal betonen, also das Ausgrenzen, was ich möchte, richtet sich noch einmal gegen Extremisten. Es richtet sich nicht gegen jemanden, den ich nicht mag oder dessen Meinung ich nicht teile. Ja, also das aber was wäre dann die Konsequenz, wenn Verlage da sind? Hieße das, und ich frage noch mal, ich kenne mich mit diesen 2 Verlagen, um die es jetzt da geht. Konkret, hatten wir schon geredet über Antaios, sind die dabei und nicht. Ich müsste mich konkret befassen mit den Verlagen und den Inhalten. Wenn das jetzt rechte Verlage sind, die aber keinen Rechtsextremisten verlegen, dann sind die halt da. Wäre das die Aufgabe dann der Buchmesse? Ich frage immer so, bohre so ein bisschen rein, weil das nicht deine Aufgabe ist, du bist ja nicht die Buchmesse. Wäre das dann für dich die Aufgabe der Buchmesse, das im Vorfeld zu tun beispielsweise? Zu prüfen, ob das rechtsextreme Verlage sind. Natürlich, klar, und dann nicht. Aber solange das keine sind, sind die da. Und mehr muss man dazu auch gar nicht machen. Ich finde sowieso auch schon in der Tat, Kinderbuch, ich glaube auch da haben wir doch eher unterschiedliche Auffassungen, was die Kinderbuchdebatte angeht, weil wenn da Verlage sind, jetzt im Kinderbücher sind Jim Knopf, Pippi Langstrumpf und so weiter, ich glaube, da haben wir sehr unterschiedliche Auffassungen. Aber sag, was ist deine Auffassung? Ganz kurz nicht zu Jim Knopf. Okay. Bitte. Ich möchte wirklich diese wehrhafte Was heißt Wehrhaftigkeit in der Kulturinstitution, Literaturbetrieb? Das ist ja auch nur repräsentativ. Die Buchmesse ist ja nur ein Ort von unzähligen, wo man sagen könnte, hier finden Dinge statt. Und die Frage ist, du hast es ja auch gesagt, wie positioniere ich mich? Du sagst prüfen, die Institution hat die Verantwortung zu prüfen. Das nehme ich jetzt mit. Was wäre es für dich? Ja, ich sehe, dass das tatsächlich eine sehr schwierige Aufgabe, dass die Frankfurter Buchmesse so sämtliche Sachen lesen müsste und dann genau abwägen müsste. Ich sehe, dass das kompliziert ist, aber ich sehe, das ist eine Frage der Haltung. Wofür stehen wir? Wofür steht diese Buchmesse? Ich möchte auch in den Raum werfen, ich habe ständig von strukturellem Rassismus gesprochen und es ist vielleicht nicht so ganz klar, was ich damit meine. Man könnte stundenlang darüber reden, aber eine Sache möchte ich rauspieken und das ist aus meiner Perspektive als eine schwarze Person, die in Deutschland lebt. Es gibt extrem wenig Wissen über schwarze Geschichte, über schwarze Menschen in Deutschland, seit wann sie hier sind
Und was ist alles passiert, ist, dass die Community so geprägt ist und geformt ist, wie sie ist. Dass es Menschen gibt oder gab, die zwangssterilisiert worden sind. Dass es Menschen gab, die zwangsadoptiert worden sind, weil es gesagt wurde, ihr Temperament passte nicht zu Deutschland oder whatever. Dass es Menschen gab, die in KZs gelandet sind. Also dass es Menschen gab, die nicht heiraten durften und so weiter und so fort. Und das alles formt ein sehr klares Bild von was wir jetzt als Deutsch verstehen. Ja, Deutsch wird sehr oft gleichgesetzt mit Weiß. Das hat damit zu tun, ja, dass ganz klar so Politik betrieben wurde über Jahrzehnte, Jahrhunderte. Das ist das, was wir als Deutsch verstehen. Und alles andere ist minderwertig, gehört abgegrenzt, gehört getötet. So. Und jetzt haben wir die Situation, wo in 2022 wir sämtliche Institutionen, Organisationen haben, die sagen, wir sind gegen Rassismus. Es gibt Schulen ohne Rassismus, es gibt diese Vielfaltstempel, Charter der Vielfalt und so weiter. Und so. Und ich bin so ungeduldig mit diesen Initiativen, weil das geht immer von so einer Art Gleichstand aus, von hier gehen wir weiter und versuchen alle gleich zu behandeln. Und ich sage, nee, es gibt eine Schieflage. Es gibt eine Schieflage, geschichtlich bedingt. Und wir sehen das weiterhin. Wenn wir Statistiken sammeln würden, was wir nicht tun in Deutschland, aber wenn wir das machen würden, würden wir sehen, schwarze Menschen werden sehr viel öfter kontrolliert von der Polizei, in der U-Bahn und so weiter, als Menschen, die nicht schwarz sind und so weiter. Es gibt so viele Sachen, wovon schwarze Menschen halt negativ betroffen sind. Das hat reale Auswirkungen. Und dann gucken wir im Literaturbetrieb und genau diese Menschen sind kaum vorhanden. Wir haben keinen Zugang oder sehr, sehr, sehr wenig Zugang zu den literarischen Imaginationen von dark-skinned black men zum Beispiel. Wir sehen sie, wenn sie gerade von Polizisten umgebracht worden sind. Es ist schon wieder passiert. Ja, wir sehen sie, wenn sie verhaftet werden, weil sie Drogen verkauft haben und so. Aber wir lesen ihre Bücher nicht. Die schreiben nicht. Warum nicht? Und eine Frankfurter Buchmesse kann sagen, unsere Gesellschaft, da läuft was schief und wir haben die Möglichkeit, wir haben die Macht, wir haben die Gelder, wir haben die Ressourcen, dagegen entgegenzutreten. Das könnten die machen. Aber die sagen, nee, wir möchten, dass die rechte Verlage bitte schon auch, wir müssen mit ihnen reden. Und das ist das, was mich ärgert. Dass ich denke, es gibt eine Schieflage und es gilt dies anzuerkennen, es gibt dies entgegenzutreten. Und ich rede sehr gerne, ich nehme immer sehr gerne das Wort Reparationen im Mund. Ich möchte Reparationen für schwarze Menschen in Deutschland tatsächlich. Also mir geht es nicht um Quoten und so, Gleichberechtigung. Es geht um Justice, Gerechtigkeit, das möchte ich. Punkt. Okay. Fragerunde. Ich würde jetzt tatsächlich behaupten, diese Verantwortung liegt in der Kulturinstitution und das Wissen ist da und ist bekannt. Und sozusagen, was man damit jetzt macht, liegt in der Verantwortung derer, die die Entscheidung haben. Meine Meinung ist an diesem Punkt nicht gefragt, kann man dann in der Kolumne nachlesen. Genau. Ich halte aber fest, das eine schließt das andere nicht aus. Ich glaube, das ist irgendwie jetzt in diesem Raum getragen worden, auch jetzt durch eure Wortmeldungen, nämlich zu sagen, welche Verantwortung liegt, ob liegt im Staat, etwas festzustellen, ob man dem dann vertrauen kann oder nicht, habt ihr diskutiert und gleichzeitig, welche Rolle spielt Kulturinstitution, auch wenn sie eine Messe ist mit einem ökonomischen Interesse und so weiter, weil die Frage ist, wie du ja auch stelltest, wer will man sein in dem, was man tut. Und das habe ich so für mich mitgenommen. Das eine schließt das andere nicht aus. Wer übernimmt die Verantwortung für das eigene Handeln? Wer kann sich das leisten, etwas auszuhalten? Das fand ich auch einen interessanten Punkt, wo du eher bei dem warst, ich halte aus, ich rede auch und du so, warum sollte ich aushalten? Und was machen eigentlich die anderen, die aushalten oder nicht aushalten, das stelle ich dann in den Raum. Da ist auf jeden Fall eine Schieflage, die, glaube ich, schon herausgekommen ist. Und was für mich, und das, dafür bin ich euch echt dankbar, dass wir es geschafft haben, diese Brücke zu schlagen zwischen Wortdiskussion, Kleinigkeiten, Alltäglichkeiten von Dreadlocks und Co., was für viele erstmal so klingt, und das zu übertragen, dass das die Spielfelder sind für ein weit größeres, was wir in diesem Blockumgang mit Rechten, Rechtsextremen etc. Also dass es da eine Verbindungslinie gibt, die sich über diesen Kulturbetrieb zeigt. Und das habe ich auch mitgenommen, dass wir viele Worte haben, die wir eigentlich gut benutzen können, die emanzipativ
eine Errungenschaft sind, die aber gewendet werden und wie das dann passiert, dass daraus Schlagworte werden, in denen Menschen unterschiedlich diskutieren, sie vielleicht gegen bestimmte Menschen verwendet werden oder der Kontext verloren geht, wie du es beschrieben hast. Am Ende bleibe ich bei dem Wort Verantwortung. Das ist mein persönliches Fazit. Wie können wir, und das habe ich mir aufgeschrieben und kann es selber nicht mehr lesen, wie können wir die Menschen ernst nehmen, wenn wir nicht in die Geschichte blicken, die dahinter liegt? Das ist so mehr oder minder mein persönliches Fazit. Und in die Geschichte haben wir gemeinsam geblickt und in die Verantwortung. Und ich danke euch und ich hoffe, ihr konntet dieser Reise folgen. Für mich war sie ein Mehrwert. Dankeschön.